Recht herzliches Hallo für die. Jetzt habe ich den Namen nämlich vergessen. Wie war das? Die Rock-Äxte! Rock-Äxte! Ja! Yeah! Come on, baby! Yeah, yeah! Wicked! Crazy shit! Setzt euch doch! Ja, have a seat! Scheiße, ey! Oh, so hier, da kriegt ihr nochmal Mikrofone. Geil, Alter. Crazy shit. Kriegst du ein Autogramm, ne? Ja, das ist der Wahnsinn, dass ihr, ihr seid auf Tournee gerade. Ne? Oh, ja, also haben wir mal in eine abgetakelte Bude hier geschafft. Ja, weißt du, wir haben schon gerne 63 einen Stein geworfen, und das war kein Problem. Und jetzt werfen wir mit Noten, Junge, und das kommt verdammt hart. Ja, das finde ich auch. Ja, toll. Ihr formt ja heute viele Songs. Was zum Beispiel so aus eurem Repertoire? Also die Fans haben wählen dürfen. Wir gucken, wir haben, weißt du, wenn du nur Hits hast, wenn du in 30 Jahren nur Hits geschrieben hast, da hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und geil, dann machst du das schachmäßig, weißt du, wer der Bauer gewinnt und dann wird der Song genommen, ja. Verstehst du? Nee, aber Alter, das ist ja nicht schlimm. Ein tonaler Orgasmus heute bei Guitar Hero 2 für die 360. Ey, wir haben sogar Scheiße aus dem Netz geladen. Wir sind nicht nur gezerrt, wir sind sogar verzerrt, weißt du. Yeah. Wahnsinn! Woo. Also, ihr seht ein krasser Music Act am heutigen Abend, nur für euch. Spielen sie ja ein bisschen Guitar Hero 2 für die Xbox 360. Rock on! Yeah, yeah. Um uns diese beiden Bänke leisten zu können, mussten wir tief in unsere nicht vorhandene Geldtasche greifen und um die wieder aufzufüllen, ein bisschen Werbung. Bis gleich, liebe Freunde, lohnt sich. Thunder! Na 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 Thunder! Na 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 Thunder! Na 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 Sehr gut. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Aber haben wir keine Zeit mehr, weil uns wurde nicht genug geboten. Aber ich habe Hast du den Bart aus zwei Augenbrauen? Ja. Nein, der Bart ist aus feinstem Nappa-Leder geworden. Ah, okay. Das sind nämlich zwei Bärte eigentlich. Sie sind zwei Bärte. Der wurde direkt von der Lama-Kimme abgeschnitten. Das Schlimme an dem Bart ist, dass ich ihn ein bisschen zu hoch an der Nase positioniert habe. Und deswegen kitzelt er die ganze Zeit. Ja, das geht mir auch so, aber mir ist es biologisch bedingt. Ja. Aber die raken die Sporen auch nicht so tief. Das Schlimme ist, wenn die sich dann so mit den Nasenhaaren paaren und sich so langsam ineinander verkordeln, wie so Efeu. Das vor allem dann schon, wenn man so ein halbes Jahr im Koma liegt oder so. Was einem regelmäßig passiert. Ja, mir schon. Ja, ja. Ihr sauft ja auch ein bisschen viel. Also, ihr seid ja Rockstars. Und wir rocken heute, weißt du, wir rocken so Kitsch, die Hütte nicht. Wir rocken die Scheiße, er ist heute an Gitarre und ich spiele jetzt macht den Bass, ey. Yeah! Krass, Spaß. Das übersetze ich mal eben, Guitar Hero natürlich hat nicht nur eine Gitarrenfunktion, sondern auch einen Multiplayer-Modus und da kann dann eben der zweite Spieler mit einem Bass spielen, habe ich richtig gesagt. Genau, das geht bei einigen Songs, nur nicht bei allen, aber bei einigen geht das. Ja, bei anderen kannst du auch den rock Rhythmus on. Und Leadgitarre. Rock on! Hauen wir mal rein, ich hoffe, wir haben jetzt auch direkt einen Sound. Wir legen los! Wir nehmen jetzt nämlich mal einen Song. Den alte PlayStation 2 Guitar Hero Freaks, ich nehme Rocco Schlitter. Vielleicht schon kennen, denn es gibt ja mittlerweile 3 Songpacks auf dem Marktplatz runterzuladen. Oh geil, du hast die Schnitter. Ich nehme die Sense, die Rock-Sense, die passt zur Rock-Axt, muss die Rock-Axt. Mann, Rock-Axt. Ich nehme, was nehme ich denn für ein feines, den Fisch. Piranha. Genau, wir haben uns nämlich die 3 Songpacks runtergeladen. Und nehmen jetzt einen Song, der bisher nur PlayStation-Fans vorbehalten war. Rock on! Nämlich, ich glaube, jeder wird ihn kennen, jeder wird ihn lieben. Die meisten werden ihn vielleicht mitsingen können oder sogar ausnotieren können. Ace of Spades! Ace of Spades. Bekannt in Motorhead. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr Sound im Studio haben. Das wir brauchen 40 Rockmucke hier. Au! Oh yeah, baby! Ey, dauert nicht mehr lange, fliegen die erst Böllchen hoch! Ace of Spades, baby!
Ey, Scheiße! Rocco, ich treff keinen Ton! Alter, du hättest üben sollen! Wie soll man das Wembley erklären? Ey, gestern, weißt du, die Bude voll gehabt, die ganzen Groupies wieder! Ich sagte, du sollst das mit dem Malzbier lassen. Ja, das böse Malzbier, ey, die vergorene Milch war es mal ja. wieder. Vor allem, da verkriegst du Blähung, den ganzen, die ganze Tourbus-Romantik. Die Hose muffelt heute noch komisch. And gambling is for fools. I don't want to live forever. Gitarre-Solo! Gitarre-Solo nochmal in die Schule gehen. Hey, Mann, ey, ich finde, das hört sich cool an. Ja, meine kleine Schwester, die hat früher auch mal ein Keyboard gehabt. Die hat sich eh nicht scheiße angehört. Junge. Keyboard? Ey, ich hab sie ja auch verprügelt damit. Aber Gewalt gegen Frauen ist eigentlich nicht cool. Ey, ich muss wieder rausreißen hier, oder? Wie sieht's aus? Take one look and die! Ich hab kein Ton und spiel trotzdem mit! So it's gonna be the Ace of Space! Ja, heute im Proberaum lief es ein bisschen besser. Star Power, Junge! Star Power! Dankeschön! Dankeschön, Rio! Na, jetzt kommen wir in die Crew. Ja, oh, scheiße, mein Schnurrbart. Hey, Schnubbi. Weißt du, alle. Waren wir nicht so schlecht, ey. Wir hätten wir ja, haben, wollen, was man ja schon gemerkt hat. Er hat nicht nur Bass gespielt, er hat auch den leichteren Schwierigkeitsgrad gewählt, denn das ist eines der coolen Features. Es ist gut, von Guitar Hero 2. Manchmal ist es so, man hat so einen versoffenen Tag und dann. Dann kann man halt nicht alle zupfen, dann nimmt man halt nur zwei. Ich hab dir doch sowieso gesagt, du brauchst nur eine Seite. Ja, ist okay, eine Seite zupft man an und dann... Das ist ein super cooles Feature, denn so kann auch der Pro mit dem Amateur zusammen zupfen. Genau, da hast du nämlich ein bisschen Schülerband-Romantik hier auf der Bühne. Komm, ja, ja. Komm, krass, oder? Ja, ey, krass. Willst du on the roadie sein, kannst Boxen aufbauen. Ja, ich bin Romeo, oder? Das ist... Julian. Romeo und Julian. Wir haben die Axt im Haus erspart hin. Zimmermann. Ausgezeichnet. Yeah. Frage gewonnen. Super. Ja. Aber viel mehr. Ja, ja, habe ich auch ein Lied gewonnen. Kann ich mir ein Lied wünschen vielleicht? Wie wär's, wenn du das Lied fällst, was du mit dem roten Häkchen. Ja, ich würde mir Killer Queen gerne. Echt, ja? Ja. Sehr gut. Er wollte was sagen. Aber ihr könnt euch alle ein Lied wünschen. Wir haben noch extra verlinkt. Wir haben noch extra verlinkt zur Liste von den Liedern. Und dann könnt ihr einfach mal drauf gucken. Und dann, dann könnt ihr euch das Lied in den Comments. Was er sagen wollte, ist, dass in den Comments. Kein Problem, ein Thread erstellt ist, ihr könnt euch ein Lied wünschen. Ja. Du hast ja nicht so hart. Woher weiß man denn, welche Playlist in dem Spiel vorhanden ist? Wir haben das verlinkt. Alles verlinkt. Wir haben es einfach rechts sozusagen. Ja, also damit auch alle glücklich werden. Ja. Sorry, ich muss zwischendurch alles mal mein Korn. Ja, doppelt. Hau weg. Ordentliches Fälscher. Und ist ja genial, ey. Queen. Haut in die Tasten, Jungs. Ja.
Ein einziger Mensch steht jetzt im Max-Bereich, ein Anblick, den ihr euch nicht mehr lange geben müsst, denn Patrick Papst wird alsbald als Verstärkung zurückkehren in diese Show. Tim Feldner macht sich schon mal warm. Ich bin immer gespannt, wer dann hier die Hosen anhat. Wir beide zusammen von der ganzen Sendung, das meinst du? Das stimmt, das wird so sein. Der Max-Bereich wird erneut regieren. Das ist eine Kampfansage. Ach, Quatsch. Ach, komm, hör doch Quatsch. Auf. Quatsch. Ist okay, Kampfansage. Quatsch. Wir sind doch die Schweiz ungefähr mit der Größe von Amerika. Halten uns neutral, aber sind nichtsdestotrotz die Macht von Giga Games. Nein, ah, Quatsch. Ja. So sieht's aus. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Ja. Also jeder soll frei entscheiden, welchen Bereich ihr am besten findet. Und, am besten einfach tendenziell bei Max einschalten, bei den anderen Bereichen ausschalten. Vielleicht noch Werbung gucken. Auch das wird bitte, uns freuen. Bitte, ich bitte drum. So, wir haben gerade eben darüber geredet, wie man Apple TV an den Rechner anschließt, sofern man das Ganze synchronisieren will. Das Ganze geht natürlich beim Mac genauso. Deswegen laufe ich mal rüber zum MacBook Pro. Noch mal Platz. 17 Zoll. Bin ich auch gewohnt. Das haben wir natürlich auch bekommen. Sollten wir natürlich jetzt auch sehen können. Hier habe ich auch einfach mal iTunes aufgemacht. Müsste dann einfach nur beim Mac, beziehungsweise beim Apple TV genau dasselbe machen. Müsst ihr jetzt ins Menü gehen und dann hier nochmal zurück und hier dann einfach sagen, mit neuer iTunes-Bibliothek verbinden. Was man da gerade sieht, meine Bibliothek ist schon drauf und auch die Apples-Bibliothek, was in dem Fall diese hier wäre, kann ich jetzt hier abgreifen und kann jetzt auf die Musik und alles Mögliche von dem Mac hier zugreifen. Das kommt natürlich darauf an, ob man das jetzt immer synchronisiert haben will oder nicht. Da habe ich auch eine interessante Frage gelesen. Da hat nämlich jemand gesagt, wie sieht es denn aus, wenn die 40 GB voll sind? Ist ja nur eine zusätzliche Option, damit ihr nicht streamen müsst. Ansonsten verläuft oder verhält sich das natürlich genauso wie beim iPod. Ist die Festplatte erstmal voll, müsst ihr selbst handeln, was davon wieder runtergeschmissen werden soll, beziehungsweise was denn überhaupt von euren Daten unbedingt drauf sein soll. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Knackpunkt, warum wir auch das MacBook Pro in der 17-Zoll-Variante da haben. Denn das hat natürlich als MacBook auch den neuen Funkstandard bzw. WLAN-Standard von 802.11n. Also das ist ja der neueste. Der letzte war ja G eigentlich, den die meisten noch so verwenden. Und der ist natürlich dann ein bisschen schneller. Und gerade wenn man im Besitz von so einer WLAN-Karte ist oder eingebauten WLAN-Lösung ist, ist das natürlich von Vorteil, wenn man was streamen möchte, da das Ganze ein bisschen schneller geht und auch eine größere Reichweite hat. Aber wir wollen nichtsdestotrotz kurz auf die Unterschiede zur 15-Zoll-Variante eingehen, die wir ja hier auch schon in der Sendung hatten. Es hat sich nicht viel getan. Also die Gigahertz sind ein bisschen höher gegangen, aber auch die gibt es mittlerweile bei der 15-Zoll-Variante. Und wie man hier sehen kann, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, die Auflösung ist höher geworden und zwar von vorher 1440 mal 900 auf 1680 mal 1050, was natürlich schade ist, denn viele Leute haben gemunkelt, so hat mir das zumindest der Holger gesagt, der ja in der Szene wirklich tief verankert ist, dass die 17-Zoll-Variante des MacBook Pros vielleicht mit 1920 mal 1800 rauskommt. Das wäre, beziehungsweise 1280 rauskommt, das wäre natürlich richtig schön gewesen, denn da hätte man sich dann wirklich in richtig schönem HD die Sachen auch auf MacBook angucken können. Dann neu in Sachen Arbeitsspeicher. Es wird zwar auch nur mit nur 2 GB ausgeliefert, ist die Möglichkeit bei der 17-Zoll-Variante das Ganze auch auf 3 GB zu erweitern. Aber das gab es ja vorher nicht. 2 GB ist ja schon mal gut. Genau, ist schon mal gut. Und auch die vorher eingebaute 120 GB Festplatte von 15 Zoll war ja auch gut. Jetzt allerdings 160 GB drin und verbessert hat sich auch noch ein bisschen das Laufwerk. Also vorher 6-fach, jetzt 8-fach. Das also nur dazu. Dafür aber nochmal satte $300 mehr. Ja. Könnt ihr euch nochmal so nachlesen in dem Artikel. Wenn man allerdings jetzt richtig schön streamen möchte mit dem neuesten Standard 802.11n, dann empfiehlt es sich natürlich auch, sofern man nicht ein MacBook hat, womit man das hervorragend machen kann, eine AirPod Extreme Basis Station sich zu holen, denn auch die unterstützt den neuesten Standard. Du siehst das hier an dem grünen Blinken, ist momentan connected. Was macht man überhaupt damit? Ja, man braucht eigentlich nur Strom, connectet das Ganze an den Strom und dann natürlich noch ans Netzwerk. Und dann macht das was? Und dann habe ich die Möglichkeit, mit allen Geräten, wie zum Beispiel Apple TV oder jetzt dem MacBook Pro, du siehst es, das ist nirgendwo per Netzwerk verbunden. Nö, ich sehe keine Kabel. Das Ganze alles ist wireless. Ja, das sind keine Netzwerkkabel. Nee. Darauf per WLAN zuzugreifen und damit dann das Netzwerk bzw. das Internet zu nutzen. Das ist und toll. Mit dem neuesten Standard. Ja, absolut. Aber
Neu auch jetzt mit der Variante, kostet übrigens 179, wenn ich mich nicht täusche, ich gehe kurz rein, 299 Apple TV und hier unten haben wir unter Zubehör auf der Seite store.apple.com könnt ihr das Ganze natürlich nochmal nachlesen. Hier die Möglichkeit, ja, 179 Euro die AirPod Extreme Basisstation. Neben dem, der einen Bahn-Schnittstelle auch noch eine USB 2.0-Schnittstelle und drei RJ45-Schnittstellen. Also man hat die Möglichkeit, das Ganze auch als Switch zu benutzen, kennt man natürlich auch, um sein Internet bzw. Netzwerk zu sharen. Und ich kann hier, das ist ein sehr cooles Feature mit dem USB-Anschluss bei der AirPod Extreme Basisstation, auch noch eine Festplatte zum Beispiel anschließen. Ist deswegen ganz cool, denn in dem Moment, wo ich mich mit dieser hier verbinde, also man kennt das eigentlich, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und man möchte auf Internet zugreifen, das Ganze per WLAN, dann sucht man ja nach einer Schnittstelle. In dem Fall wird dann also AirPod Extreme angezeigt, können wir hier einfach mal machen. Wenn wir da zum Beispiel drauf gehen, dann sehen wir hier, aha, AA Extreme ist die momentan ausgewählte Schnittstelle, um unser WLAN zu nutzen, also oder die Internet- oder Netzwerkverbindung zu nutzen. Bin ich dir auf den Fuß getreten? Ja. Und ja, sofern wir das gemacht haben, können wir dann nicht nur auf das Internet bzw. Netzwerk zurückgreifen, sondern in dem Moment, wo wir uns damit verbinden und da ist auch noch eine externe Festplatte zum Beispiel dran, kann ich auch sofort auf die Festplatte zugreifen. Aha. Was sehr, sehr cool ist, das was ja leider beim Apple TV nicht geht. Ja, das stimmt. Obwohl da eine USB-Schnittstelle dran ist. Was auch noch neu ist, was ich gerade eben hier noch nicht beim MacBook Pro gesagt habe, wenn es jetzt ein bisschen durcheinander ist, FireWire-Schnittstelle 800er ist neu mit dabei. Das ist natürlich auch eine feine Sache, die hat was vorher gefehlt sagen? Für all die Veteranen von Video. Ja. Was würdest du sagen, kostet ein vergleichbarer PC, 17 Zoll, 2,3 Gigahertz, wahrscheinlich dann Dual-Core, 2 Gigabyte, der ist aber wahrscheinlich echt wesentlich günstiger, oder? Absolut. Aber sind wir das nicht gewohnt von Apple? Also ich meine, da brauche ich nicht viel zu sagen. Es gibt ja, die Leute, die lieben PCs und dann gibt es die Leute, die lieben halt die Produkte von Apple beziehungsweise Mac. Kann man sagen, ungefähr die Hälfte davon? Ich glaube, für die Hälfte bin ich mir nicht sicher. Also PC in reiner PC auf jeden Fall. Aber wenn wir über Notebooks reden, ist das wieder was ganz anderes. Denn designtechnisch kann das Ding ja einfach... Okay, wenn wir über das Notebook reden, würde ich sagen, kann das Ding hier einfach hundertfach punkten im Design. Und auch vom Gewicht her finde ich das ziemlich cool. Also ich finde, es wiegt nicht sonderlich viel mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es in Zahlen ist, als das 15-Zoll-Paket. Aber es kommt einfach super stylisch rüber. Und wer sich mit den Produkten von Apple oder Macs auskennt, gerade MacBook Pro-Reihe, der weiß, was er daran hat. Ja. Aber muss man sagen, das gehört zu den heruntergeladenen Tracks. Genau, aber das Geile an den heruntergeladenen Tracks ist ja, auf der PlayStation konnte man sich nicht auswählen, will ich Gitarre oder Bass spielen. Da wurde man vorgefertigt quasi. Aber jetzt zum Beispiel und das Killer Queen bei den heruntergeladenen Songs. Killer Queen ist doch bei Guitar Hero 1 schon gewesen, genau, oder? Genau. Es sind nicht wirklich neue Songs, die gab es ja schon vorher. Aber das andere Problem ist, die sind scheiße teuer. Man zahlt für 3 Tracks 500 Points. Ja, das ist wie bei unseren, bei unseren Konzertkarten. Da zahlst du auch für eine halbe Stunde Unterhaltung 80 Euro. Aber hast du noch keiner beschwert. Aber da wird wenigstens auf die Bühne und die Leute kommen, ja. Ja. Aber ich sag, wir springen jetzt mal rein, oder? Wir springen mal eben rein, ja. Ich mach Bass, okay? Es gibt ja für die 360 gibt es ja nur den zweiten Teil dann, oder? Genau. Das heißt, es gibt schon 9 Songs vom ersten, wenn man noch zusätzlich investieren möchte. Ja. Das ist schon eine ganz, ganz coole Angelegenheit. Spielt ihr unterschiedliche Schwierigkeitsgrade? Ja, ich habe jetzt mal Profi genommen, weil ich hoffe, ich kann den Song noch von früher. Alter Falter, ich bin sehr gespannt. Ich nehme Clive Winston, ey. Clive Winston, den mag ich. Ich nehme Lars Umlaut. Lars Umlaut und Clive Winston, ey, sind Handschuhe Fratzen. Ausgezeichnet. Den nehme ich. Oh, wo kann man das denn machen? Oh. Der Sarg. Weapon of Choice. The Psychist. Was nehmen wir denn? Ich nehme einen Coffin Ball. Dann nimmst du den Natural. Ich nehme die Sandbird Gibson. Alter, du musst mal wieder zurück in die Betty Ford Klinik. Meinst du? Ja. Ist schon wieder so weit? Ich sag's dir. Ey, tut mir leid. Mit dem, macht mit dem mal eine Tour, ey. Das ist die Hölle auf Erden. Ich sag's euch. Ey, Roller fahren Rock. So, jetzt wieder ein bisschen Sound hier und gute Stimmung. Gute Laune. Würde ich sagen. Rock. Los geht's hier. Ausgezeichnet sagen, aber das ist so ein Reflex von mir. Aber das kann man gar nicht so... Yeah! Just like Maria. Wir könnten ein paar Scorpions Synchron-Moves mal machen. Weißt du? Wirklich wundern!
Das ist natürlich nicht tatsächlich Queen. Bei Guitar Hero 2 ist es natürlich weiterhin auch so, dass die Lieder nur in ganz wenigen Stücken original drauf sind. Meistens nur irgendwelche Schrammelbands. Aber manchmal machen die Schrammelbands einen verflucht guten Job. Ja, das stimmt. Das ja, stimmt, die haben sich ja Studiomusiker. Mich haben sie auch eingeladen. Ich hatte keine Zeit, um die Songs noch einzuspielen. Es gibt auch ein schönes Bonusvideo, da kann man sich das kaufen im Shop für die Kohle, die man hier im Spiel on Tour verdient. Und da sieht man ein bisschen so, wie das quasi gelaufen ist. Verdammt, ich hab die Null übersehen. Das Publikum ist eh noch besoffener als wir. Mir fällt das nicht auf. Hey, komm! Rock Power, Bitch! Yeah, muss man nämlich im Connectings jetzt hier starten. Oh. Oh, da ging's grad böse. Ja. Verdammt, schon wieder. Hauptsache, sieht gut aus. Da hat's viel mit den Boybands. Ein Solo. Und jetzt aber. Oh Mann, ey. Wenn es ein bisschen schneller wird, ey, meine Finger sind zu alt für so ein Shit. Weißt du, damals, als ich mit Udo noch zusammen... In der Eierlikörliste, wo ich gearbeitet habe, haben wir den ganzen Tag Rockmucke gemacht. Ja, ja. Da ging man voll ab, ey. Rock, Rockmusik Försterinnenart, ne? Star Power! Star Power! Noch nicht! Mann! Jetzt! Jetzt! Das ist nämlich ziemlich cool bei der Gitarre, die hat einen Bewegungssensor drin. Genau, alternativ kann man auch eine Taste machen, aber das ist natürlich nur halb so cool. Ja, man muss wirklich abgehen. Verstellbaren Gurt natürlich auch. Yeah, Baby! Ah. Colin, du rockst die Scheiße! Oh, oh, oh! So ist er. Outstanding performance! Wahnsinn! Wow! Dankeschön. Crazy shit. Dankeschön, ja. See you next year und unsere Tour. Nicht, ne? Doch, oh, ey, ich hab ja, meinen Schnubbi besabbert. Genau. Von vielen Leuten ist ja auch eine Zugabe gefordert worden. Was denn? Auch viele Plakate werden hier. Nee, könnt ihr da die, beiden, die beiden haben sich schon gemeldet. Ihr möchtet gerne mal ein Lied singen, um die Werbung willkommen zu heißen. Genau, okay. Jetzt sofort. WER! B-U-N-G, das ist das schönste Programm, was ich im Fernsehen sehe. Deswegen sitzt du jetzt hier und versuchst, genau, alles zurückzugewinnen. Richtig. Wir haben eigentlich die gleiche Situation. Wir haben zwar noch ein Haus in diesem Spiel, aber wir haben auch alles zu verlieren. Es ist nämlich, wie wir vorhin gesagt haben, nicht einfach nur ein stinknormales Pokerspiel, sondern eine Pokerspielersimulation. Das bedeutet, ihr habt einen Charakter, den wir uns ja gerade erstellt haben, mit einem bestimmten Amount of Kohle. Farbe, ja. Und es gibt sogar verschiedene Gebäude dort in diesem Spiel. Ihr könnt zum Pfandleiher gehen, ihr könnt auch zum Friseur gehen und, und. Also da ist schon doch ein bisschen mehr Tiefe drin, als man von einem Pokerspiel normalerweise erwarten würde. Schauen wir doch mal rein. So, das ist nämlich die Übersichtskarte. Unser dritter Versuch einer Charaktererstellung resultierte in den Namen Johns. Und so sieht das aus. Bankkonto, 1000 Dollar, momentan die Bilanz. Und ihr seht hier verschiedene Gebäude auf dieser etwas doch seltsamen Übersichtskarte. Es ist eine Karte der besonderen Art. Ziemlich dunkel. Ein bisschen bläulich auch und naja. So, wir gehen zu einem Privatspiel. Texas Hold'em wird dort gespielt, sehen wir. Kein Limit. 4 und 8 sind die Blinds. 6 Spieler, 200 Buy-in in Dollars. Du musst in diesem Spiel 75 Dollar gewinnen, um nächste Woche noch dabei zu sein. Das Ganze, Spiel spielt sich nämlich im Wochenrhythmus. So, wählen wir doch mal. Das ist jetzt unser Keller. Finde ich übrigens sehr gemütlich. Ja, ja. Alles klar, ich sehe jetzt da so Sachen wie Small Blind und Big Blind. Der geht mit. So, das Spiel hat eigentlich schon quasi gerade begonnen. Und wir sind dran. Wir sehen, der Einsatz ist bei 8. Und wir haben auf der Hand... Ein Buben und eine 10.
Am Anfang geht man eigentlich generell mal eine Runde mit. Ist eigentlich auch eine ganz gute Hand. Spieler wirft das Blatt hin. Hier sind die ersten drei Karten. So, jetzt kommen die ersten Karten. Flop, glaube ich, ist das, ja, genau. Yeah, I'm fattening up the pot for Mr. Lucky. Die Community Cards. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Also wir haben ein Pärchen. Das ist schon mal gut. Und Max Einsatz ist bei $30. Gehen wir mit oder erhöhen wir? Was würdest du sagen? Hm. Beim Pärchen, da ist die Chance. Ah, komm, geh mal hoch da. Genau, geh mal hoch da. Weil geh mal hoch. Hier ist verdammt viel Glück mit Bayern mit Texas Hold'em. Gehen wir mal hier auf. Ich weiß, ich kann die Zahl nicht lesen. Ist es eine 8 oder ist es eine 9? Ist egal. Es ist eine 8. Get them chips out. Ah ja, apropos lesen. Also, so gut lesen kann ich das ja nicht. Also, die Auflösung ist jetzt hier 1024 oder sowas in der Richtung. Und es hapert jetzt gerade auch nicht unbedingt an der Auflösung. Oh, sondern okay. Generell ist es nicht so das Allerschönste. Oh, krass, ich habe jetzt verpasst, wie es weiterging, aber... Adam macht All-In. Ja, Adam. All-In ist das? Ja, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe mich da jetzt komplett raus aus der Entscheidung. Was machst du? All-In bedeutet, deine ganze Kohle da reinzuschmeißen. Zu diesem Punkt kann ich ja eigentlich noch gar nicht All-In nehmen. Deswegen gehen wir einfach mal mit. Er geht mit. Das ist verdammt viel Kohle. Und der Turn. Jetzt kommt die nächste Karte. Die vierte. Komm schon! Die zwei! Karte. Ja, das ist für den Arsch. Ja. So läuft's, verdammt. Ja. Weißt du, mit einem Asspärchen. Ach, verdammt! Kriegt man. Ja, vielleicht habe ich auch noch mit Poker angefangen. Und habe beim ersten Spiel alles verloren wegen All-In. Da muss man immer sehr aufpassen. Ja, ich kann es jetzt zum Glück nochmal spielen. Deswegen, ich habe ja kein Problem, das Ganze so auf Risiko zu gehen. Ich habe mich da im Internet immer ein bisschen schlau gemacht. Was warum spielen so viele Leute Poker? Ja, merke ich schon, du hast neue Worte gelernt. Und, ja, Small Blind, Big Blind, All-In, Callen, Raisen. Und dann geht es natürlich noch so weiter in die Sachen wie die Chancen berechnet. Denn Poker hat wirklich mehr mit Mathematik zu tun, als man glaubt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt. Und ich habe es auch nicht nachgerechnet. Was für eine geile Hand gerade. Aber ich das ist ein Queen-Pärchen. So, gehen wir mal. Da muss ich dem Felix leider recht geben. Man sollte am Anfang nicht so krass erhöhen, wenn man ein gutes Blatt hat, weil sonst merken die anderen, der hat was. Der hat was auf der Hand. Also nicht, dass ich der Poker-Experte wäre, aber ich hab's halt mal gelesen. Ich glaube, da ist es schwer, Tipps zu geben, da ja jeder Spieler doch eigentlich seine eigene Spielweise hat. Von daher. Schauen wir mal. Da ist sich nochmal gut rausgewindet, der Dennis. Ja, du kannst mir gerne Tipps geben. Triple. Du hast einen Drilling. Aber ich glaube, mit zwei Damen und deiner dritten Dame kann ich nicht unbedingt allzu viel falsch machen. Außerdem ist es mein Ziel, hier $75 zu gewinnen. Deswegen halte ich meine Taktik doch relativ richtig. Und wenn ich jetzt einfach mal erhöhe, habe ich nämlich schon gewonnen. Yeah, I hope I know what I'm doing on this one. Der gute Pokerspieler geht immer davon aus, dass er gewinnt.
Ganz genau. Und genau das hat der gute Felix auch gerade gemacht, um sich in der doch sehr nächtlichen Basis ein bisschen besser umgucken zu können. Und ich habe immer noch so einen Hals. Ja, er regt sich schon die ganze Zeit auf. Ja. Und nicht etwa, weil er gestern beim Grillen, obwohl er hat gestern gesagt, ich mache Salatwoche. Und er ist bereits nach 2 Stunden nach der Ansage ist er schon schwach geworden und hat, was hast du gegessen? 3 Steaks und 3 Frikadellen. Und 4 Fleischpflanze. Nicht schlecht. Ey, aber nein, ich habe extra gestern den ganzen Tag gezockt, um ein paar Missionen zu zeigen, die wir nicht schon 1000 Mal gesehen haben. Und jetzt löscht mir das Ding die ganzen Speicherstände. Das ist übrigens jetzt keine Ausrede, das ist entspricht der Wahrheit. Ich habe dich schon in späteren Levels gesehen und vorhin war da wirklich Fujikato, da war nichts, da war Niente. Deswegen sind wir jetzt wieder ein bisschen am Anfang hier. Ja. Aber sehr, sehr schade ist. Wir sind hier in dieser Basis unterwegs. Ja. Ich versuche jetzt noch hier, wie zu sagen, die Rakete des Todes abzuwenden. Und hast du noch 6 Minuten dafür, ne? Weil unten hab noch 6 Minuten dafür. Können mal den Dunkelmann-Filter ausmachen. 6 Minuten bis zum Start. Dankeschön. Grabben hier den Typen. Fernie Hammer in die Dunkelheit, denn im Dunkeln lässt gut munkeln. Sam, die Rakete wird hunderte und dann beeil dich. Mal schön den Gegner erledigen. Ja, das sind keine schönen Bilder. Das ist aber absolut notwendig, wenn man natürlich mit der bösen Seite der Menschheit sich anlegt. Dann muss man mit den gleichen Mitteln kämpfen. Weißt du, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen, tut mir leid, ich werde jetzt mal ein bisschen... Schieß dich doch mal ein bisschen durch. Ja, ich baller mich einfach mal durch. Nein! Was ist denn los hier? Der kann mich doch gar nicht gesehen haben. Da wirft jemand mit nassen Socken, hört sich das jetzt an. So. Es ist immer entspannt, weil ich ein Spiel mit interaktiver Musikuntermalung, wenn sie wieder runtergeht, weiß man, okay, es wird mich wohl niemand mehr sehen, jetzt ist wieder die Gefahr. Ich weiß, das war jetzt vollkommen falsch, liebe Leute da draußen. Normalerweise spiele ich Splinter Cell auch anders. Jetzt hack dich in den Startcomputer der Nur weil du dich, weißt du, ich möchte ja nicht sagen hier, aber nur weil du dich, alte Bratze, hier durch, Bratze und so und durch und... Ja, hättest du mal bei der Themenauswahl nicht gerufen. Ich Splinter Cell, bitte. Tja. Warte mal. Es war eigentlich genau andersrum. So, System wird gehackt. Du so, ey, ich will das Ganze bitte machen. Ich hab kein Skill. Ich würde mich nur durchballern. Wie bei Metal Gear. Aber da bist du ein gutes Stichwort am Geben dran. Metal Gear Solid. Es gibt ja Leute, die sagen, Metal Gear Solid und Splinter Cell sind quasi die großen Konkurrenten im Stealth-Genre. Ich finde ja eigentlich, dass sie so unglaublich viel gar nicht miteinander zu tun haben. Bin jetzt eigentlich auch der Meinung, also, dass sie so viel nicht miteinander zu tun haben. Denn sie spielen sich ja doch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und aber natürlich ist der Vergleich immer gern gesehen irgendwie. Warte mal, ich muss ja hier gar nicht lang. Ich muss zum Seil. Seil ist hier. Seil schnappen und hoch geht's. Und also ich kann mit Metal Gear, konnte ich ja noch nie was anfangen. Ich fand diese ach so geniale Story, fand ich nie so ach so genial, wie sie dargestellt wurde. Und ich weiß nicht, ich mag ein Spiel lieber spielen, als die meiste Zeit mehr zuschauen. Auch wenn es cool inszeniert ist, das ist persönlich für mich einfach nicht so ein Ding. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin mittlerweile ein bisschen enttäuscht von Splinter Cell. Ich habe den ersten Teil geliebt, ihn wirklich bis zum Umfallen gezockt. Teil 2 jetzt wiederum... Habe ich auch noch eine Zeit lang gezockt. Teil 3 fand ich auch anfänglich gezockt, aber jetzt so mit Teil 4 kann ich mich auf einmal gar nicht mehr erfreuen. Ich weiß nicht warum. Ja, ich ich muss auch sagen, ich habe es immer auf dem PC gespielt und ich finde, es ging einfach ein bisschen besser mit der Kamera und gleichzeitig bewegen. Ging ein bisschen besser mit Maus und Tastatur. Aber das ist persönliche Präferenz. Es kann auch sein, dass es Leute da draußen gibt, durchaus jede Menge davon, die das lieber mit Gamepad zocken. So, er wirft sein dreieugiges grünes Ding weg. Aber das ist ja erst der Anfang. Genau, denn, das ist ja quasi ein bisschen prologartig, das Ganze. Seine Tochter findet relativ schnell den Tod. Man ist total zerstört am Boden und dann geht die Sache los. Denn das Ganze heißt Double Agent, weil wir auf 2 Seiten kämpfen, der JBA und eben seiner Geheimagentur und müssen schauen, dass wir die irgendwie in Zaum halten, dass wir die unter einem Dach bringen. Nasty. Und hier kommen wir jetzt eigentlich zu dem Level, das ich euch von Anfang an zeigen wollte. Vielleicht mache ich das gleich noch ein bisschen kurz. Es war knapp. Aber Sam kam gerade noch mal mit dem Leben davon. Da er nichts mehr zu verlieren hatte, nahm er den gefährlichsten Auftrag seines Lebens an. Und zwischen all den anderen verzweifelten Gestalten im Gefängnis fiel er nicht einmal auf. In Ellsworth gab es keine Sonderbehandlung. Sam war keine Haare mehr auf dem Kopf, was will man da noch rasieren? Es war kein Zuckerschlecken für ihn, so viel steht fest. Leider kann man das auch gerade nicht überspringen.
Es fiel ihm nicht schwer, wie ein Häufchen Elend zu wirken, seit Sarah seine Tochter getötet wurde. Wenn man sich natürlich jetzt fragt, gibt es denn irgendwelche guten Nachrichten von der PlayStation 3-Variante gegenüber der 360-Variante zu berichten? Ich glaube, es gibt zwei neue Multiplayer-Karten, die eingebaut wurden nur für die PlayStation 3. Und es gibt da, glaube ich, auch einen neuen spielbaren Charakter. Aber ich glaube, ansonsten haben die die Zeit wirklich nicht unbedingt genutzt, um das Ganze richtig aufzubauen. Also mir wäre es lieber gewesen, sie hätten das Spiel ruckelfrei gestaltet. Ja. Das muss man auch, ganz ehrlich, also als ich das zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, das ist das eine Preview-Version. Nee, aber das ist die fertige Version. Die fertige Verpackungsversion. Und ganz ehrlich, im Zeitalter von PlayStation 3 2007, ich finde diese Bildratenprobleme, die will ich einfach nicht sehen. Ladezeiten gebe ich noch ein bisschen Zeit, aber das Ding müsste eigentlich genug Power unter der Haube haben, dass, wenn man das vernünftig ausreizt, das problemlos bei einer wunderbar konstanten hohen Bildrate. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass die Grafik ja jetzt nicht mehr das absolute Nonplusultra genau ist. Das kommt ja noch hinzu. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das hier alles wegbläst und dann wurden auch noch Abstriche gemacht gegenüber der anderen Version. Also, ja, ist ein bisschen unschön. Aber wir gucken gleich mal, ob denn vielleicht 4, was ja unser nächster Konvertierungskandidat mit zeitlicher Verzögerung ist heute Abend, ob der vielleicht dann eine bessere Figur macht. So, jetzt kommen wir zu der Mission, die ich euch von Anfang an zeigen wollte, denn die ist wirklich ganz witzig. Aber was mich auch wieder so ein bisschen stört, statt, weißt du, den drei grünen Leuchteaugen, hat er jetzt hier diese beiden Punkte, die anzeigen, wie sichtbar man ist. Als ob die ihm im Gefängnis, weißt du, nehmen die die Schnürsenkel und als ob, nee, zwei Technik-Gimmicks, die lassen wir einfach mal dranhängen. Kluges Kerlchen. Das ist in der Tat ein bisschen bizarr, ja. In die Richtung hier ein bisschen Chaos. Und jetzt kommt eben etwas, was sehr an Flucht aus Alcatraz. Kennst du den Film mit Clint Eastwood? Ah, natürlich, von Don Siegel, einer der absoluten Knastklassiker. Absolut grandios, wirklich ein fantastischer Film. Und hier kommt jetzt gleich eine Szene, die wirklich sehr, sehr daran erinnert. Denn du weißt ja, er hat ja bei Flucht von Alcatraz durchaus etwas durchhöhlt, ausgehöhlt. Ja. Und das war ja nicht nur bei, sondern bei Shawshank Redemption war es auch so, mit Tim Robbins, auch sehr, sehr cooler Film. Und das kommt ihm noch ein bisschen näher eigentlich, muss ich sagen, denn es ist ja ein Poster, während bei Flucht von Alcatraz hat er unten am Lüftungsschacht ausgebuddelt. Aber ich glaube, das werden wir leider nicht mehr in diesem Leben zumindest sehen. Vielleicht können wir ja gleich nochmal ganz kurz, vielleicht werde ich gleich bevor noch mal ein wir uns drauf mit eingehen. 4 anlegen und dem Nachfolger. Das zeige ich jetzt noch hier. Okay. Und 6. Oh, jetzt. Ja, Rick nimmt die. Ah, da hinten hast du es gesehen. Ja. Sehr, sehr schön. Gut versteckt, sehr clever. Oh, nee, das ist ja. Dieser böse Blick. Ah. Little Sister is watching us. Ey, Nils, mir fällt gerade eben auf, du hast einen riesen Schädel. Alter Falter. Du solltest mich mal sehen, wenn ich da sitzen würde. Ey, dich aufzuheben. Bis nach der Eheschließung. Das gibt euch die Möglichkeit, sich noch zu bewerben unter felix@giga.de. Wenn ihr männlich seid, ihn heiraten möchtet, schenkt er euch seine Jungfräulichkeit, seine erste Nacht. Passend dazu gibt es heute mit Iron Maiden, die eiserne Jungfrau, ein musikalischer Beischlaf im Konsolenbereich. Nein, das stimmt nicht, ey. Ich gebe nur meine Jungfräulichkeit an die beiden weiter. Ja. Ich bin abstinent, aber wenn ich die beiden hier sehe, dann... Ja. Ist der Hase im Rohr. Sagen wir Hase im Rohr. Ja, die sind von Kansas bis Texas sind die uns die ganze Zeit hinterm Bus hergelaufen. Ja. Echt nackt. Nackt, meine Füße blutig, aber ist nicht mehr schön. Ey. Ja, und die Haut verbrannt. Haut verbrannt. Ja. Vor allem, wenn die meisten Omis dann halt hinterherlaufen mit dem Krückstock, ist ziemlich lustig. Das sind aber dann deine Fans, ne? Ja, wir haben uns gedacht, ey, wenn wir schon hier das Shirt haben von unserem großen Rock-Idol. Iron Maiden! Iron Maiden, dann spielen wir irgendwas von. The Trooper! The Trooper! Ja, auf geht's, ne? Wie soll ich? Auf geht's! Ich 1, 2, 3, 4! Rock on, bitch! Ich hab erstmal den Bass umgeschwungen. Alter! Vielleicht hätte ich auch helfen, die Gitarre nehmen sollen. Finger bricht! Ich möchte eine Monitorbox noch haben. Ich höre so wenig Mucke hier. Steve Harris ist der Bassist von Iron Maiden. Ist nämlich so einer, der immer gern so den Stiefel auf die. You buy your biscuit, but I run you through. Ah!
Rock wie die Risenmaschine hier. Hey, schnell, wir müssen Gitarrenwechsel machen. Alter, das geht nicht. Rock on hier. Rock on. Star Power, läuft. Ja, das machen wir wie die guten Punk-Fans. Ab und zu mal die Instrumente tauschen. Hier kann jeder alles. Alles. Ich hab so ein Gitarren-Solo in Urin. Alter! Yeah! Rock die Scheiße! Gut, dass das nicht der schwächste Schwierigkeitsgrad ist. Hey, Alter! Bin ich auch rennt hier! Aber Roxy hört ihr trotzdem! Scheiße! Ah, das hast du ja vorhin in der Hand, die Gitarre. Ja, Alter. Oh Gott, du bist auch mein Privat, du Arsch. Du sollst mich nicht ablecken. Und ausschlagen. Oh Gott, was... Krampf im Finger hier beim Bass. Das ist echt nachher noch die Pressekonferenz, dann haben wir einen Fang abgeordnet. Ey, Junge, ey. Aber ein Lied haben wir noch vor uns. Die Jungs von Metallica sind im gleichen Hotel wie wir übrigens. Ja, aber die verprügeln wir ja. Die ganzen Miezen haben ja Schacht. Aber erst verprügeln wir sie und nehmen wir die Miezen weg. Weicheier sind das, richtige Weicheier. Yeah. Woo! Wenn ja, einer von euch da draußen nochmal Bon Jovi fordert, dann kommt mal vorbei, gibt's eigentlich jetzt auf die Klatsche. Bon Jovi ist auch gar nicht dabei. Ja, ist auch gut so. Wir wollen keine... Puh, wir können natürlich mal... Pass auf, jetzt gehen wir mal in die Statistiken, obwohl die sind ja total verfälscht, dass wir gewechselt haben. Da können wir mich genau sehen. Pass mal auf. Wir gucken jetzt mal, auf, links sind die Bass-Statistiken. 44, 58, nein, links 65. Sind die Gitarren-Statistiken. Und gleich geht nämlich der... Jetzt geht der Schnitt hoch bei 95. Ich habe das Gefühl, das war der Moment, wo wir getauscht haben. Ja, ja, ich glaube auch. Ja. Da ging es dann auf einmal besser. Ausgezeichnet. Ah, ich wollte... Holla, die Waldfee. Ah, Gott. Er hat gerockt, geht ganz schön ab, ne? Er ja, geht so ganz schön ab. Ich sag dir, so eine Rock'n'Roll-Karriere auf der Bühne, das ist schon was, da wird man kalorienlos und Geld auch. Du zupfst ein bisschen an der Seite, dann kommt meistens ein guter Ton mal rum. Und wenn dir der gefällt, dann zupfst du einfach mal ein bisschen weiter. Ja, hier, ihr Rockgranaten, nehmen wir an, ihr hättet euer letztes Lied zu spielen und zu komponieren und ihr müsstet es, das hat der Tod euch befohlen, an den PC-Bereich widmen. Oh. Wie würde eine Textzeile lauten? Scheiße, ich mach die Musik. Passiert. Irgendwie ist irgendwas immer beschwert. Scheiße, passiert. Mit Liebe ist er nichts gemacht. Oder am Tag, als der PC-Bereich starb, und fand er sein kühles Grab. Ja. Irgendwas in der Richtung, meine Damen und Herren. Jedenfalls wäre es mit Sicherheit ein Jahrhunderttitel geworden. Aber diese beiden Jungs sind nicht tot zu kriegen, auch nicht tot zu singen. Sie sitzen hier immer noch, riechen nach Verwesung. Ja. Aber sind... Ja. Quick lebendig! Ich muss ja noch mal ganz kurz sagen, Colin mag zwar eine Rockband haben, aber mit Lyrik und so weiter scheint er nicht unbedingt so bewandert zu sein. Und Herr Felix Sick wollte gerade pfeifen. Stattdessen wollte er gerade den Einmarsch einer Hochzeit pfeifen, aber er hat selber gerade nicht gepeilt. Habe ich recht, Felix? Nein,
Nein, du hast nicht recht. Zum einen, weil ich einfach nur eure Heirat bekannt geben wollte. Weißt du, es ist ja nun mal so, dass du und der gute Dennis mit euren weißen Stühlen der Lederliebe euch endlich vermählen lassen wollt. Und ich wollte euch nur endlich mal den Alter, komm, Anschluss geben. Wir gehen einen saufen. Komm, hey, komm, wir gehen saufen. Das ist aber wert. Pussy. Oh, der hat doch... Oh. You really got me now. Na 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 na. You really got me now. You really got me. Come on. I want. Power with the power. You really got me. Oh, oh, oh. Der Colin haut ihn weg. Alle, wir müssen uns anstrengen. Alter, ist gleich vorbei. Hau rauf, Colin. Woo! Star Power! Star Power! Ey, da war ich nicht happy. Outstanding performance, young man. Ey, der Bass hat nicht so gut gehört. Oh, wie die Endorphine erstmal rumschießen. Crazy shit, motherfucker. Shit, ey. Oh, ja, ich fühle mich auch. Drei Sterne nur. Ich mag diesen Geruch herber Männlichkeit auf der Bühne. Ja. Bevor es hier aussah, meine Damen und Herren, Vögelköpfe abgebissen werden und so weiter, möchte ich ein bisschen Werbung zeigen. Sieht wunderschön. Wirft ein Blick rein. 2 rockt. Kaufen. Lohnt ja, sich. Ach, das ist schon euer Fazit eigentlich. Ja, ist fertig. Wollt ihr noch ein Fazit? Über 60 Lieder, die drauf sind. Ja. 70 sind sogar, glaube ich, insgesamt. Etliche Bonuslieder sind drauf. Ihr könnt über Xbox Live neue kaufen, auch wenn das ein bisschen teuer ist. Hoffentlich wird das noch ein bisschen günstiger gemacht. Schade ist, dass das Ding nicht wireless ist, muss man sagen. Das war ja erst so eigentlich gedacht. Aber dennoch, ist für Guitar Hero 3 übrigens angekündigt. Ja. Wireless-Controller auf allen Systemen. Aber man braucht wirklich Zeit zu üben. Ich habe jetzt heute angefangen. Aber das merkt man auch. Aber wie gesagt, ich werde mir jetzt noch zum Aber es ist ein ganz fantastisches Spiel. Ja. Also, jetzt aber ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Wir haben für euch noch den Fan-PC-Bereich und natürlich Eve of Destruction. Könnt ihr immer noch runterladen und gleich mitspielen mit dem guten Timmy. Der Max-Bereich. Bis gleich.
Lass dich nicht stören. Ich störe mich nicht. Ich lass mich nicht stören. Der Maxi ist gerade unterwegs und fährt ein bisschen die Straßen von Wahoo ab. Wir können ja gerne mal direkt einschalten auf seinen Bildschirm, denn es sieht sehr, sehr überzeugend aus. Ich bin leider schon vorbeigefahren. Ich drehe nochmal hier Richtung Wasser für euch hin, damit ihr euch das Ganze mal angucken könnt. Das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ist zwar alles ein bisschen bewölkt im Moment. Ich drehe jetzt nochmal um euch die ganze Felsgeschichte da zu zeigen. Oder den Baum, gegen den ich gerade gefahren bin. Ja, sehr schade, dass dort kein Physikmodell in einer Form von Flat O2 gibt, sondern das Einzige, was zerstörbar ist, sind die nicht lizenzierten NPC-Autos auf den Straßen. Weil ich meine, wenn ich Audi wäre, ich würde auch nicht gern zugucken, wie ich gerade diesen Quattro hier zermalmen würde. Genau daran liegt das nämlich. Das ist auch der Grund für Need for Speed Carbon. Es liegt an den Autoherstellern, die einfach nicht möchten, dass ihre Autos zerlegt werden. Ganz genau. Finde ich sehr, sehr schade, dass sie da nicht kooperativ sind mit der Zerstörungslobby. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was ist das für eine grauenhafte Musik, das ist mein optionales Radio, was ich da eingebaut habe, beziehungsweise was ich hier zur Verfügung habe. Wenn ich den Shortcut auf der Tastatur R drücke, habe ich das Radio zur Verfügung. Es gibt da einen sehr, sehr tollen Radiosender, der super toll passt. Ja? Nämlich den Klassiksender, der ist dir vorhin auch aufgefallen. Ja, genau. Dort laufen zum Beispiel so Sachen wie Mozart, die Zauberflöte laufen da. Ja, genau. Nee. Sound finde ich extrem gut aus. Sound sieht extrem gut aus. Sound hört sich extrem gut an, natürlich. Ja. Nochmal zur Übersicht. Wo sind wir überhaupt? Woo! Sehr geil. Wir sind jetzt hier... im Osten. Richtig. Ne? Im Osten, nach dem rechten Sehen. Egal. So, und das Ganze sieht so momentan aus. Wir haben hier wieder verschiedene Checkpoints und wir haben noch nicht gezeigt. Moment mal, sind jetzt da wirklich andere Spieler? Ja, sind sie. Man kann hier nämlich einen Filter einstellen, dass man auf der Karte quasi anzeigen kann. Jungs, ich will nur die Spieler sehen, die Ereignisse sind immer komplett total egal. Ich will jetzt sehen, wer ist noch alles mit von der Partie. Und hier habe ich das gerade eingeblendet hier mit diesem Filter. Ihr seht schon, ist ein bisschen wenig, finde jetzt ich. Also, täuscht mich das? Ja, wobei, ich möchte da echt noch ungern was zu sagen, dass das nicht so richtig funktioniert mit dieser Multiplayer-Funktionalität, weil es ja tatsächlich auch an irgendwelchen Einstellungen bei uns liegen kann, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil wir hier auch IT-Experten haben und wir selber auch schon das eine oder andere Problem kennen durch verschiedene Spiele, die wir auch schon gespielt haben in unserer Vergangenheit. So, und jetzt finde ich cooles Feature nochmal. Das finde ich einfach geil. Ja, das ist sehr geil. Der Zoom ist sehr, sehr, sehr fett auf jeden Fall. So, wir cruisen noch ein bisschen rum. Allein das macht einfach Spaß bei dieser großen Spielwelt. Ja. Dann lassen wir dich doch jetzt auch einfach mal, oder? Ich möchte mal hinzufügen, weil in den Comments gesagt wurde, soweit ich mich erinnern kann, nein, man kann kein Anti-Aliasing und HDR aktivieren. Dennis und ich haben es in einer der Pausen nochmal ausprobiert. Ja. Wir haben es wirklich getestet und ihr seht es gerade hier leicht. Der HDR-Effekt ist wirklich drin, wenn wir nochmal aufs Bild gehen könnten. Der HDR-Effekt ist wirklich drin. Was? Crash ich nochmal dagegen. Ihr seht es nochmal, der Überstrahleffekt ist auf jeden Fall da und Anti-Aliasing ist auf vierfacher Stufe. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber vertraut uns, wir haben es überprüft in einer der größten Überprüfungsaktionen der menschlichen Geschichte. Und was ich jetzt noch gerne vorlesen würde, wären ein paar Sachen aus den Comments. Und zwar sagt der gute Mikey, Hamachi, kann man Test Drive Unlimited auch über Hamachi zocken? Wäre mal echt cool. Nein, natürlich nicht. Beziehungsweise, ja, vielleicht geht es. Irgendwelche Super-Hack-Freaks werden da irgendwas schaffen. Ja. Man kann unter Umständen mit irgendwelchen Einstellungen auch WoW mit Hamachi bestimmt spielen. Aber ich sage einfach mal kategorisch nein. Anforderungen. Welche Systemanforderungen hat das Game und welche Einstellungen zockt ihr das? Ja, The Mac hat das gefragt und The Mac 1990, falls du mal gesehen hattest, als wir unsere Systemeinstellungen preisgegeben haben in der letzten Woche, wir haben ja unsere X 1800 oder was war das? Was meinst du? Ich vergesse es immer wieder. Grafikkarte. GeForce 8800 GTS. Ach ja, genau, das war der andere. Also wir haben High-End und spielen es natürlich dann auch auf den höchsten Einstellungen. Zu den Systemanforderungen kann ich dir gerne mal sagen, was auf der Verpackung steht. Dort steht Upradeon 9800 oder GeForce 6600 GT und 512 RAM, 1 GB empfohlen und prozessortechnisch steht hier P4 2,4 GHz oder Athlon 2800 oder schneller. Ja, ich bin jetzt gerade in ein Mietgeschäft gegangen. Ich werde mir jetzt einfach mal ein schönes Auto einfach mal mieten. So, Felix darf sich das Auto aussuchen. Jede Autovermietung bietet eine gewisse Auswahl exklusiver Autos. Weiter. Aston Martin. Oh. Boah, der sieht krass aus. Nee, weiter. Das war's. Vanquish.
den Vanquish oder den Noble. Den ersten oder welchen meinst du? Den ersten oder den Noble. Den da? Nee, ja. Nee, den nächsten Noble, der war scheiße. Der hier. Der ist auch gut. Der ist fett, ja. Der gefällt mir allerdings auch. Ich miet den jetzt mal. So, ich... Oh, komm, ich hab's Geld. Ja. Das ist ja mein Zweitwagen. Ja, natürlich. Absolut. In deiner Welt ist das dein Zweitwagen. Mit dem fahre ich eigentlich nur, wenn ich Bock habe. Also, ich habe auch zwei. Sonst fährst du mit deinem Mini Cooper für jeden Fuß einen. So, jetzt schauen wir mal, was hat das Baby alles drauf? Einiges. Die Frage ist, Maxi, was hast du drauf? Ich habe genug drauf. So, jetzt geht's gleich mal ab hier. Ja, das Ding zieht schon ganz anders wie der Quattro. Also nicht, dass Audi schlecht wäre, aber... War, glaube ich, ein TT, ne? Quattro TT, ja. Der ist echt fast. Ja, genau das meine ich nämlich. Das ist super geil, wenn man mit richtig schöner klassischer Musik, Beethoven, Bach oder whatever... So richtiger Rockmusik über halt. Über den Coast düst. Wow! Also man muss schon sagen... Die Kontrolle verliert. Ja. Naja. Ja, so viel dazu. Ich glaube, gleich haben wir nochmal große Rennen-Action. Dann wagst du dich auch mal an die richtigen Herausforderungen. Ja, mit meinem neuen Gebiet in Auto mache ich sie alle genau. Platz. Vorher übst du aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Und ich riech den Nils. Gut. Gut? Ja. Nils ist da. Ah. Guten Abend. Ich habe mich gerade sehr, sehr klug und belesen gefühlt, als diese Musik kam. Ja. Was war das? Das freut mich, dass wir dir den Gefallen tun konnten. Was? Ah ja, ach so, Plätscher. Der war das. Hm? Ja, den kenne ich. Kennst du den? Absolut. Ja. Ein Bach rennt hier durch. Ein River runs Bächlein. Through it. Irgendwie sowas. Ein Bächlein rennt hier durch. Bist du schon wieder am Markieren oder was ist los hier? Am Markieren? Am Markieren. Du hast dich vorhin hier so auf deine Analdrüse hier so... Ja, ich habe mehrere Drüsen. Wir sind immer noch bei der Diskussion Gamepad bei einem RTS-Spiel für die Konsole. Schade, dass man keine Tastatur anschließen kann, aber man muss trotzdem sagen, es funktioniert, man kriegt das schon hin, man kriegt es auf die Reihe. Es fühlt sich bloß ein bisschen an wie Dennis Richtarski, denn es ist ja so, Dennis Richtarski ist eigentlich eine Frau in einem sehr knabenhaften Körper. Also eine geknebelte Steuerung, muss man sagen, aber es geht irgendwie. Ja, oh, der fängt schon wieder an, mit sich selbst zu spielen. Schau mal, wie er heute ist der Felix, weil er seinen Colin nicht da hat und nach seinen letzten Flame-Attacken in den letzten Wochen wieder mal einen PC-Titel spielen muss und sein Heimweh. Wenn ihr aufpasst, merkt ihr, wie das durchkommt, wie er sich... verdammt, ich muss das auf der Konsole spielen, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, wenn man genau hinschaut in seinen Augen, kann man es erkennen. Ich möchte nicht sagen, weißt du, Command & Conquer für die 360 kommt ziemlich zeitgleich mit der PC-Version. Wann machen die jetzt Test Drive Unlimited? Ja. Wann hat warst du noch in der Probezeit mit deinem Auto? Wann hat er Double Agent im Konsolenbereich? Was? Nee, der Maxi spielt, glaube ich, auch auf den dieswöchigen Part von Double Agent. Ach, du meinst das Double Agent, das mit der 360 gleichzeitig rauskam für den PC? PS3, mein PC-Version so geschnitten gegen Kloster beten. Warte mal, welche Version von Double Agent ist geschnitten? Ach, die PC-Version. Okay. Seht den Neid in seinen Augen. Manchmal flackert es. Gleich weint wieder einer. Da bin ich mir ziemlich sicher, meine Damen und Herren. Dieser PC-Bereich. Versuchen es immer wieder, aber es ist halt doch eine traurige Angelegenheit. So. Hier haben wir jetzt unsere Supereinheit. Definitiv ein Consolero, denn Supereinheiten findet man nur im Konsolenbereich, liebe Leute. Hier sind wir mit ihr unterwegs und dürfen durch die Gegend laufen. Wunderbar. Sag mal, ist das Spiel eigentlich leichter, dadurch, dass man natürlich mit der Joypad-Steuerung nicht so schnell hinterherkommen kann? Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, denn ich habe das Spiel noch nicht so weit gezockt. Ich bin immer noch bei der GDI-Kampagne. Es gibt ja drei Kampagnen in diesem Spiel, GDI, Not und dann später auch die außerirdischen Skrin, die ja neu dazugekommen sind. Und bis jetzt, was ich so gesehen habe, beziehungsweise was ich habe vergleichen lassen von unserem Redaktionspraktikanten Max, der hat gesagt, das ist bis jetzt alles ziemlich deckungsgleich. Also man könnte ja die Deckungsgleichheit gleich mal hinterfragen, ob im Multiplayer-Spiel im Internet Xbox und PC in irgendeiner Form kompatibel sind. Ich habe gehört, nee, das ist nicht kompatibel. Das kann ich mir aber schon vorstellen, dass es einfach nicht so richtig funktionieren würde. Ich meine, da würde man als Kontrolleur mal abgesehen von der Chancengleichheit, ne? Ja. Aber okay, aber ich meine, Halo zum Beispiel gab es ja auch die Möglichkeit, mit Tastatur zu spielen auf der Xbox und mit Maus oder und mit Joypad. Gab es ja auch Leute. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall. Das haben Leute. Also es gibt auf jeden Fall Varianten, dass man per Adapter, es gibt so Zusatzkaufadapter, so USB-Adapter, dass man das anschließen kann. Ich weiß aber noch, ja, da gab es
irgendwie eine Sache und da hat, ja, und, ja, Leute mit dem Pad wurden regelmäßig lang gemacht, meines Erachtens. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Ja. Ich meine, es ist halt wirklich so eine Chancengleichheit, die nicht so viel Chancengleichheit im Endeffekt übrig lässt. Ja, ich finde das auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen widersprüchlich, dass das Image der Konsolen das ist, dass man den Freizeitspieler anspricht, den Gelegenheitszocker, der gemütlich ohne großen Aufwand in der Stube sitzt oder im Wohnzimmer und dann hat man so ein Spiel mit einer Joypad-Steuerung und das ist halt ultra kompliziert. So, wir haben unsere Super-Einheit. Das hast du vollkommen recht im Endeffekt. Also es widerspricht sich so ein bisschen. Aber das Gleiche könnte man ja auch behaupten zum Beispiel von Sachen für die Wii, wo zum Beispiel ja ein SSX rausgekommen ist, was sich auch trotz eigentlich des Grundkonzeptes der Wii, dass alles leicht zugänglich sein soll, eben mega komplex steuert. Können ja auch hier mal die Sachen in die Luft jagen. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil man sehr viel Tricks und so machen kann. Ne? Ja. Da könntest du jetzt sagen, easy to learn, hard to master. Hast du heute noch nicht gesagt. Verdammt. Ich habe mich jetzt beinahe gerade selber in die Luft gesprengt hier. Das ist nicht schlimm, das passiert auf Nord ganz häufig zerstört. In einigen Regionen dieser Welt. Aber eigentlich muss ich das Ding hier platt machen. So, ich spiele gerade nicht so gut, fällt mir auf. Zu viele Fehler hier mit dem Commander, aber der Commander ist zum Glück übermächtig. Deswegen ist das nicht so wild. So, lauf mal hier hinter. Und jetzt kriege ich neue Einheiten, aber es ist eigentlich viel cooler, wenn ich ohne diese Einheiten alles löse. Denn dann kriege ich sozusagen ein Bonus-Objective, wenn ich diese Mission mit dem Commander bezwinge. Dann spricht das natürlich für mehr Skill und sozusagen nochmal ein Anreiz. Siehst der Commander, der haut ordentlich rein. Schöne, schöne Sache. Ja, wie gesagt, das ist mal so eine andere Mission, um zu sehen, also es gibt wirklich abwechslungsreichere Missionen, also nicht immer nur dasselbe, bau eine Riesenarmee und zieh los. Die gibt es zwar auch sehr viele davon natürlich und Basismanagement ist dabei, beziehungsweise man muss sich darum kümmern, dass seine Basis immer auflevelt, das Gebäude bauen, es gibt das typische Papierstein-Schere-Prinzip und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen hier auch mal ein bisschen abwechslungsreich. Wir haben gedacht, die können wir auch zeigen. Wir werden gleich noch ein bisschen was von Zwischensequenzen sehen, denn da gibt es natürlich auch coole Zwischensequenzen. Full-Motion-Video ist wieder zurück. Das ist ja eine Sache aus den 90ern, die lange, lange Zeit verpönt wurde, aber sie wurde wieder grandios eingeführt. Nein! Nicht da an diesem Explosionsstand stehen! Was? Er stand gerade am explosiven Fass. Das bringt mich gleich zum Überlaufen. So. Lalilulalilalilalu. Okay, ich glaube, Vocal Volume wollen wir die hoch oder nicht? Weiß gar nicht. So. Liebe Leute. Yo, yo, Rick, stay in the house. Kennst du das Lied denn gut? Nee, die Vocal Volume ist natürlich unsere Volume. Oh mein Gott. How can you see into my eyes like open doors leading you down in my core where I've come so numb with a soul my spirit sleeping. Where could do you find it there? Lead it back home. Oh. Hey, ich kenn. Jetzt aber. 3, 4. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Bid my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I've become. Ach du Scheiße, ich hoffe, das Kurs ist echt vorbei. Now that I know that I'm out, you just leave me, leave me. Give it to me. Make me real. Life. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Bid my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I've become. Oh yes! Woo! Ah! Ah! Knapp. Rick
Superstar. Das sagt noch mal einer, dass es irgendeinen Vorteil bringt, in einer Band zu singen. Aber manchmal habe ich gehört, dass wenn man ein guter Sänger ist, dass man mehr Probleme hat in dem einfachen Modus als mit dem schwierigen Modus, weil man wirklich mehr so nach dem richtigen Lied geht. Ja. Und da ist es wirklich nur so ganz rudimentär. Genau, man kann ja im Prinzip summen, wenn man möchte. Also ich wollte jetzt eigentlich nur eine Ausrede für dich finden. Das war aber sehr nett von dir. Ja. Das ist die Kollegialität, die ich kenne. So bei uns. Weißt du? Also ich weiß ja, der Colin, der kann richtig gut singen, und wenn es eigentlich drauf ankommt, würde ich so wegputzen. Ja, gesagt, genau. Das ist nicht immer das... Das Random Medley. Kenn ich nicht. Machen wir. Wunderbar. Komm, sehen wir, machen wir. Und jetzt Maxi und Jens! It's on! Das ist Showbühne heute. Ich kenne das Lied. Und das ist Maxi, die Mini-Playback-Show. Hättest du Brüste, würde ich auch für dich sein. Ja, aber ist ja klar. Pat. So, wir sind sehr gespannt. So, welches Lied dann? Ja, Random Medley. Medley. Zufalls-Medley. Jetzt. Okay. Don't be fooled by the rules. I'm still standing from the block. You never lose, never lost. No matter where I go, where I come from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. You have a little, no, have a lot. No, where I go, where I came from. Wir führen es. Nicht mehr lange, pass auf. Was ist das denn? Danny Minogue. Willkommen, liebe Freunde, zurück zu Giga Games. Tim Feldner ist an der Reihe und er schwimmt heute so ein bisschen im Retro-Teich, zeigt euch alte Dinge neu aufpoliert. Was denn so alles heute? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt heute die Rockstar Classics, da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen. Wir erinnern uns, Rockstar, die ja zum Beispiel Grand Theft Auto gemacht haben, aber auch Sachen, die nicht so bekannt sind, wie White Metal. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein wunderbares Streets of Rage Remake. Freue ich mich sehr. Ja, hört sich sehr klasse an. Ich freue mich auch. Zeig doch mal, was du da hast. Na gut, ich leg dir so lange mal den Controller hier rüber. Ja, lieber Nils. Ja, kannst auch du mitzocken. Ja. Moment. So, ich drehe ihn hier um. So. Ja, danke schön. Ich hoffe, das hält. Ja, du kannst eine Runde mitzocken. Und wir werfen zuallererst einfach mal einen Blick auf die Website, die ich euch heute nahelegen möchte. Und zwar ist das natürlich auf der Seite von Rockstar Games zu finden. Da gibt's eine Rubrik, die nennt sich Classics. Findet ihr natürlich auch im Artikel verlinkt, aber hier nochmal die Adresse: www.rockstargames.com/classics. Und dann kommt ihr auf diese Seite hier, wo es, ihr seht schon, Volume 1, Grand Theft Auto, Volume 2, Wild Metal und dann hier mit New gekennzeichnet, nicht mehr ganz so neu, aber immer noch sehr fein, Grand Theft Auto Teil 2 zum Runterladen gibt. Das Ganze hat, glaube ich, irgendwann 2004 oder 2003 begonnen, dass sich Rockstar gedacht hat, wir veröffentlichen einfach mal einige unserer älteren Spiele als Freeware-Games. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist
auf das entsprechende Symbol klicken von dem Spiel, was euch interessiert. Beispielsweise jetzt einfach mal GTA 1. Füllt dann hier unten dieses Formular aus. Kann auch fiktiv sein, also ist vollkommen egal. Submit und dann kommt ihr auf die nächste Seite, wo ihr dann quasi das Ganze herunterladen könnt. Das Ganze ist nicht sonderlich groß. Wir werfen mal einen Blick drauf. Die erste Version von GTA, toll Nils, danke, ist zum Beispiel 330 MB groß. Hier seht ihr es. Und so geht das Ganze dann weiter. So ungefähr in dem Rahmen bewegt sich das. Ich glaube, Wild Metal ist ca. 170 MB groß. Aber alles, was ihr tun müsst, das Ganze runterladen, entpacken, in ein temporäres Verzeichnis entpacken. Und dann könnt ihr es natürlich starten. Und das machen wir jetzt auch einfach mal für diejenigen von euch, die das lange nicht mehr gesehen haben. Einen kleinen Blick in Grand Theft Auto 1 werfen. Hier als allererstes ganz wichtig, die Settings festlegen. Da könnt ihr erstmal sagen, in welcher Sprache soll das Ganze sein. Im Englischen kommt es auf jeden Fall ein bisschen cooler rüber. Ich habe es nichtsdestotrotz einfach mal auf Deutsch gestellt. Oder ihr könnt natürlich noch Konfigurationen vornehmen, ob ihr das Ganze mit der Tastatur oder mit dem Gamepad zocken wollt. Ich zock's eigentlich lieber mit dem Gamepad, habe aber jetzt einfach mal auf Tastatur gestellt, denn Gamepad brauche ich gleich noch. Vino, das ist dann der Ordner Win und dann hier einfach auf Grand Theft Auto. Da dann rein und da erstrahlt dann das alte und sehr beliebte Antlitz von Grand Theft Auto. Auch hier natürlich wieder möglich, ein paar Optionen einzugeben, aber nicht sonderlich nötig. Dann hier noch den entsprechenden Startcharakter auswählen. Ich nehme einfach mal den und dann ab in die Welt von Liberty City. Dazu muss man sagen, das Ganze wurde ein bisschen verändert. Also für diejenigen von euch, die Grand Theft Auto schon kennen, das Ganze wurde dahingehend verändert, dass das auch auf neuen Rechnern wie diesen hier, denn ich habe jetzt hier im Max-Bereich denselben stehen, den auch Dennis und Maxi zum Beispiel drüben haben. Wenn die so ein bisschen schneller sind, dann kannst du mit alten Spielen schon mal zu Komplikationen kommen. Aber Spielprinzip sollte klar sein, auch wenn wahrscheinlich viele von euch eher die neuen Spiele noch bevorzugen davon, wo man das Ganze dann mittlerweile genauso erleben, aber in 3D zocken kann. Teil 1 hatte leider noch keinen 3DFX beziehungsweise hatte noch keinen, doch 3DFX Support hatte es, hatte aber keinen OpenGL Support. Teil 2 gucken wir uns natürlich gleich auch noch an, aber hier geht es natürlich auch wieder nur darum, möglichst irgendwie viel Unheil anzurichten, Leute platt zu fahren, Missionen anzunehmen, je nachdem, was euch denn gerade so auf dem Herzen liegt. Ich glaube, hier war eine Karte, genau, du kommst aus dem Gefängnis frei. Und der Wagen da, der gefällt mir doch schon mal ganz gut. Immer richtig cool bei GTA war ja eigentlich die musikalische Untermalung davon. Habe ich direkt mal wieder total genossen, wo ich es gezockt habe. Ah, schnelle Autos sind immer so schwer zu steuern. Ich glaube, das soll es aber auch erstmal für GTA 1 gewesen sein. Ihr könnt euch das Ganze einfach mal runterladen. Ich präsentiere euch jetzt mal noch ein Spiel, was ich so ein bisschen fragwürdig finde, hat nie so sonderlich viel Aufsehen erregt. Der gute Colin konnte mir allerdings mitteilen, dass es eine Version dafür auch für die Dreamcast gab oder für den Dreamcast. Und zwar ist die Rede von White Metal. Ganz komisches Spiel. Findet ihr hier zum Download. Habe ich mir natürlich direkt auch mal runtergeladen und dachte, naja, was kommt denn da von Rockstar? Auch das ebenfalls einfach nur runterladen, entpacken und starten. Und da wollen wir natürlich auch noch einen ganz kurzen Blick reinwerfen. In den Win-Ordner wieder rein und das Ganze starten, nachdem man dann vorher noch eingestellt hat, dass man das Ganze im Fullscreen zocken möchte zum Beispiel. Hier einfach nur den jeweiligen Profilnamen eingeben, könnt dann hier noch Optionen eingeben. Aber ich starte das Ganze mal kurz im Fenstermodus, um euch nur mal einen groben Einblick darin zu geben. Irgendwie ist die Story so dahinter, dass es Planeten sind, die einst von den Menschen bevölkert waren, wie könnte es anders sein, und die dort positionierten Maschinen, die eigentlich dafür da waren, bestimmte wichtige Mineralien zu beschützen, mittlerweile ihr Eigenleben haben und seitdem das Ganze irgendwie da Gott verlassen ist, weil die Menschen nicht gegen die Maschinen angekommen sind, nun ist es eure Aufgabe mit eurem kleinen Panzer, diesem komischen Ding hier, was ihr hier habt, die Maschinen, die dort noch verblieben sind, zu töten oder zu zerstören. Und was einem so richtig nervt, ist die Tatsache, dass man das Ganze so steuern muss, dass man jede Kette dieses Fahrzeugs, dieses Panzers, einzeln steuern muss. Also und sich daraus natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit beim Lenken ergibt. Und ich finde es irgendwie einfach nur nervig. Also ich habe mich ein bisschen daran versucht,
Hab auch überlegt, ob es im Multiplayer-Modus Spaß machen könnte, wenn man das Ganze jetzt mal so zocken würde. Aber irgendwie kann ich mich dazu nicht überwinden, dass das der Fall sein würde. So. Hier mal rüber. Denn da hinten sehen wir, oder auf der Karte eigentlich auch, auf diesen Punkten, die an den Screens positioniert sind, dass da überall diese Maschinen sind, die wir zerstören müssen. Und ich tue mich mit der Steuerung super schwer. Also ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, ob ihr das damals gezockt habt. Könnt es ja einfach auch mal ausprobieren. Richtig hart. So, ab darüber, da hinten sieht es ganz gut aus. Es gibt diverse Items, die man einsammeln kann und sollte. Aber hier sehen wir schon einen dieser Panzer, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Ich probiere mal jetzt hier mich zu drehen, was echt nicht einfach ist, und wieder zu dem zu kommen. Und unten kriegt man dann immer angezeigt, was man gerade für derzeitige Items hat. Es gibt auch diverse Boni, die man dann einsammeln kann und die einem dann natürlich dabei helfen, bestimmte Dinge oder bestimmte Maschinen dieses Planeten zu zerstören. Nils, was sagst du dazu? Ja, also es ist ja Wahnsinn, was es alles gibt, ne? Lalalala. Hallo! Wer bist denn du? Gameflash! Der Gamesflash am 23. April. Dino Stark. Paraworld. Kostenloses Booster-Pack. Paraworld erfreut sich einer kleinen, aber umso feineren Fangemeinde. Für Sunflowers Grund genug, um ein kostenloses Booster-Pack zu veröffentlichen, das das Spiel um jede Menge Features erweitert. Neben 4 neuen Mehrspielerkarten, 3 zusätzlichen Einzelspielermissionen und 2 neuen Helden wird es noch weitere Änderungen geben, um künftig Gegner mit Dinosauriern noch effektiver zu Leibe zu rücken. Der Release des lang erwarteten Rollenspiels Mass Effect für Xbox 360 wurde nun für diesen September festgemacht. Diese Neuigkeit wurde am Wochenende auf einem Microsoft-Event verraten. Somit wird der BioWare-Titel wohl mit dem Rollenspiel Blue Dragon in Konkurrenz gehen. Bis zum Release müssen wir uns wohl oder übel mit Movies und Screenshots die Wartezeit verkürzen. Intel-Chef verrät Vistas Service Pack 1 Termin. War es ein Ausrutscher oder nur eine Mutmaßung von Intel-CEO Paul Ottolini, als er während einer Pressekonferenz ein Datum für das erste große Update von Windows Vista nannte? Am vergangenen Dienstag jedenfalls sagte er, dass das Service Pack 1 möglicherweise im Oktober oder November erscheint. Ob Ottolini wirklich genauere Details über Microsofts Pläne hat, bleibt abzuwarten. Außerdem Left 4 Dead. Schauriges Bildmaterial. Transformers gesichtet, erste Screenshots und AMD auf der Suche nach Investoren. Noch mehr brandheiße Gaming-News gibt es natürlich auf giga.de. Guten Tag, das sind wir, meine Damen und Herren. Viele Leute haben sich gefragt, jetzt war der Konsumbereich ja schon lange nicht mehr zu sehen. Ich würde es ja gerne noch ein bisschen weiter hinauszögern, aber ich schaff's nicht. Der Wunsch ist zu stark. Die beiden sind jetzt dran. Na? Ja, ihr beiden? Mit Recht sind wir auch dran, würde ich sagen. Ja, Final Fantasy 3 ist der Titel des Tages. Ja, ganz genau. Vielleicht für DS-Besitzer sogar der Titel der nächsten Wochen. Denn, ich möchte noch einen kleinen magischen Trick machen. Nils, bleib mal so, wie du bist. Herr Haier, werfen Sie mir zu. Haben Sie auch noch männliche... Nein, okay. Wir üben das nochmal. Den magischen Trick zeige ich euch später gleich, sobald wir Stifte haben, die schwarz malen. Du bist ein alter Schwarzmaler. Ich bin so ein alter Schwarzmaler. Jawohl. Willst du mir einen Bart malen? Nein. Nein, nein. Das, du hast ja schon Bart. Ist alles in der Fantasie möglich. Die vergesse ich immer, weil das schon so lange da ist. Der ist schon echt lang da. Mhm. Also, das, was viele Leute nicht wissen, der Nils, der lässt diesen Bart schon, glaube ich, seit Angeburt wachsen. Du hast das Gute, du bist wie so ein Indianer. Indianer haben ja das Glück, die können überhaupt keinen Bart wachsen. Du bist so ein Halb-Indianer, deswegen wächst bei dir immer nur genau diese Länge. Der wird nicht länger. Vom Stamm der Krass-Indianer. Der Krass-Dianer? Mhm. Okili-dokili. Ja. Ich finde es nicht gut, dass der Nils vor dem... Ja, fangen wir mal an jetzt. Ich will was sehen. Ich auch nicht. Vor allem, weil er mir keine abgibt. Ja. Egal. Kommen wir jetzt doch direkt mal wieder zum ernsten Tagesgeschäft, würde ich meinen. Ja? Final Fantasy 3, immer noch unser Thema, beziehungsweise mein Thema in diesem Falle, weil, wie gesagt, du magst es ja nicht so gerne. Ja, das heißt, ich konnte mich noch nie mit der Serie anfreunden. Also, das ist sicherlich ein gutes Spiel, aber ich mag ich mag das Kampfsystem nicht und ich mag keine Random Encounters. Und Du bist mehr der westliche Rollenspieler, so ein bisschen, ne? Kann das sein? Sagen wir mal so, ja, bei mir steht der Kampf im Vordergrund, aber nicht dann so eine 2-Minuten-Kampfanimation, die man erstmal auslöst und dann nur zuschaut. Das ist nicht so mein Ding, da stehe ich nicht so drauf. Ja, gut, dann ist Final Fantasy vielleicht in der Tat nicht so dein Ding, das kann ich nachvollziehen, denn das ist hier eigentlich üblich. So, wir springen jetzt nochmal rein.
wir sind ja eben in den Besitz eines Luftschiffes gekommen, mit dem wir wunderbar rumreisen können. Das steht jetzt hier auf der Oberweltkarte neben mir. Ich gehe jetzt einfach mal an Bord. Da, 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 da. Und natürlich kann ich jetzt damit fliegen. Wer einmal Final Fantasy gespielt hat, der wird sofort sagen, oh, das kenne ich schon. Und das ist auch, das wird er auch zu Recht sagen, denn es gibt im Prinzip in jedem Final Fantasy diese, ich lande jetzt einfach mal, denn das ist, das gehört irgendwie dazu. Zuerst ist man meistens zu Fuß unterwegs, kommt dann nicht überseen, dann kriegt man wegen Chocobo oder ein Reittier, mit dem man dann weiterkommt, irgendwann dann Luftschiff. Manchmal, es gab auch schon Raketen, alle möglichen Mittel und Wege, um immer mehr Zonen der Oberwelt quasi zu entdecken. Und ich entdecke jetzt einfach mal die Höhle des Djinn, denn dieser böse Djinn, wie gesagt, der hat ja alle netten Menschen von diesem Kontinent in böse Silhouetten verwandelt. Das Witzige ist, ich lasse mal hier im Hintergrund auch was vom alten NES Final Fantasy 3 einfach so im Hintergrund hier weiterlaufen, dass man vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen Vergleich sieht, wie das aussieht, denn da sind wir jetzt auch in so einer Höhle. Genau, ich bin jetzt in so einem klassischen Final Fantasy Dungeon eben. Ja. Und hab natürlich keine Karte. Da gibt's auch die üblichen Verdächtigen, Schatztruhen und Monster, seien sie genannt. Hier gab es mal wieder einen kleinen Heiltrank. So, jetzt gucke ich mal, was hier oben ist. Ich steuere das Ganze jetzt übrigens komplett mit dem Digi-Kreuz und den Action-Tasten. Man kann es natürlich auch mit dem Stylus spielen, das werde ich gleich mal machen. So, jetzt kommt wieder ein Zufallskampf. Wie gesagt, das ist irgendwie so Classic Final Fantasy, wie es nur sein kann. Wähle zuerst eine Kampfaktion für jeden Helden aus. Mach erstmal die Standardattacke für jeden. Und dann geht's los. Dann, was wie sind du gerade sagtest, Fliegen der Münzen? Ja, ich weiß auch nicht, das sind so Quallenmünzen oder so. Okay. Oder auch Münzquallen, ich bin nicht ganz sicher. Ja, das ist aber der kleine, aber feine Unterschied. Weißt du, wenn es Münzquallen sind, dann sind sie nicht so gefährlich wie Quallenmünzen. Ja, habe ich auch von gehört. Vor allem seit der Währungsreform. Ja, verdammt. Dabei, man muss sagen. Das, was ich vorhin versucht habe zu sehen. Ja, liebe Leute, so, jetzt gibt's Colin Gable hatte gerade eben einen Orgasmus. Ja, angesichts dieser wunderbaren, also da werden ja so Kindheitserinnerungen wach. Ja. Ich habe ja nie den dritten Teil gespielt auf dem NES, weil ich ja nie Japanisch konnte. Also welche Erinnerungen werden dann da wach? Da werden Erinnerungen an Final Fantasy, weil die haben ja immer fast die gleichen Kampf-Jingles und ganz, ganz viele ähnliche Musiken, die immer wieder vorkommen, Charaktere, die immer wieder vorkommen und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Also ist schon sehr traditionslastig, das Ganze. Und eben auch auf dem DS. Oh, wieder die Kampfmünzen des Todes mit der fiesen Quallen-Otter-Attacke. Was ich ganz schön finde, ich wähle jetzt einfach mal Magie aus. Ich vergifte jetzt einfach mal die Monster. Nee, das war natürlich Poisonar, heißt so viel wie eine Vergiftung heilen. Ja. Deswegen ich mache nochmal die normale Attacke. Was ich ganz cool finde, ich kann ja auch während des Kampfes Ausrüstung wechseln. Mhm. Für dich ist das vielleicht jetzt ein alter Hut als PC-Rollenspieler, aber bei Final Fantasy war das durchaus nicht immer üblich. Sprich, wenn ich während des Kampfes das Gefühl habe, oh Gott, mit dem Breitschwert kann ich hier nichts anrichten, ich brauche lieber einen Bogen, aus welchen Gründen auch immer, kann ich das machen. Und es geht nicht mal eine Kampfrunde dafür drauf. Also ich habe ein bisschen was über diese Version gelesen. Angeblich soll so ein bisschen an der Story gefeilt worden sein. Dialoge sollen umgeändert worden sein. Also es ist jetzt nicht direkt eine 1:1 Übernahme des alten Nintendo-Spiels. Man hat da natürlich schon noch ein bisschen an der ganzen Formel gearbeitet. Hier und da was verbessert. Wahrscheinlich auch neue Dungeons hinzugefügt und so weiter und so fort. Also das ist dann schon, finde ich, wirklich cool, wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt bei so einem Remake. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ich meine, man muss natürlich sagen, Final Fantasy 3, wann kam das raus? 1991 vielleicht oder sowas? Ich bin gar nicht sicher, aber zu einer Zeit, als Konsolenrollenspiele definitiv noch nicht so erzähllastig waren, allen voran natürlich Final Fantasy, wie das heute der Fall ist. Ja. So, jetzt bin ich in einem Raum, wo es was Besonderes geben muss. Denn, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich kann zoomen. Ich kann die Perspektive zoomen. Und das muss ich auch mal machen, weil ich sehe jetzt hier nicht, was los ist in diesem Raum. Dieser Blinkeschädel. Genau, und den habe ich erst dann erkannt, als ich die Kamera reingezoomt habe. Ah. Aber erst noch kurz den Kampf gegen die Skelette. Ich drück mich mal einfach durch. Da wir hier von einem Nintendo DS-Spiel reden, gibt es denn irgendwie eine großartige Stylus-Unterstützung? Ja, ich kann das ganze Spiel natürlich mit Stylus spielen. Das werde ich jetzt gleich auch im nächsten Take, glaube ich, demonstrieren. Ich persönlich finde es aber bequemer, weil das Ganze halt immer noch das System von damals hat, das mit der klassischen Pad-Steuerung zu spielen. Okay. Aber wenn man will, kann man das alles mit Stylus anklicken. Also das ist, es sind ja ein paar Level aufgestiegen. Job-Level gibt es nämlich auch, denn es gibt Jobs. Es gibt einige Final Fantasy-Teile, in denen man halt Jobs erlernt. Also zum Beispiel Schwarzmagier, Ritter etc. pp. Und man muss ab und zu mal wechseln, um halt immer die Fähigkeiten extrem auszunutzen. Und Final Fantasy 3 war das erste Spiel der Final Fantasy-Reihe. So, hier leuchtet es jetzt. Genau, es blinkt. Das heißt, hier ist irgendwas. Jetzt klicke ich das mal an. Ein geheimer Schatz. Passieren. Oh, das finde ich halt ganz schön. Das ist ganz nett gemacht alles hier. Mal gucken. Irgendein Geheimgang hier. Die Musik ist auch sehr schön, natürlich von Nobuo Uematsu, alle Remakes seiner Original. Och nein, ich habe das Gefühl, da will mir schon jemand wieder die Zeit rauben. Der Nils, der soll mal so bleiben. Bleib mal so. Mach mal den Kopf ein bisschen gerader. Halt mal ganz, ganz still. Halt mal ganz still.
Nein, still halten. Na, warte mal, wir machen hier. Ne. Ja. Ist ein bisschen dünn, ne? Ist ja ein bisschen dünn. Naja, so sehr aus mit Vampirzähnen und einer Brille. Ich finde das gar nicht so kann schlecht. Naja. Flieger. Der ist ein bisschen dünn, der Marker. Naja. Ich lasse unseren Aufnahmeleiter feuern. Idee, ha. Die Idee ist auf jeden Fall gut. Vielleicht können wir die ja noch verfeinern in den nächsten Wochen, Tagen, vielleicht. Monaten. Genau. Ich finde es vor allem gut, dass der Nils gar nicht mehr herkommt. Verschwindet hier. Nein, Nils, wir lieben dich. Komm doch endlich mal wieder. Hör auf. Zusammenreißen. Ja, wir sind albern. Das hat einen Grund, denn die Werbung treibt uns in den Wahnsinn. Nur, Werbung. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Colin Gebel hat mich gerade gefragt, hast du irgendwelche Vorlieben? Gemeint sind natürlich Spiele aus seiner Spielesammlung. Habe ich gesagt, ja, ich würde gerne mit dir Fußball spielen. Hat er gesagt, nee, habe ich nicht. Habe ich ihn gefragt, ja, ich würde gerne Olympiade spielen. Nee, habe ich nicht. Habe ich ihm gesagt, ja, ich würde gerne Fallout Boy spielen. Hat er gesagt, ja, nee, habe ich nicht. Und dann kam er ganz zum Schluss, kam er raus mit der Sprache. Willst du wieder das zocken, was dir am besten gefällt, ne? Nein. Ich würde sagen, wir halten das heute mal richtig basisdemokratisch und scrollen einfach mal gemeinschaftlich durch die Liste von 20 Spielen der Capcom Classic Collection Volume 2. Ich habe die Macht in der Hand. Und entscheiden uns spontan dafür. Was möchtest du? Also pass auf, du kannst prügeln. Ja. Du kannst ballern mit Flugzeugen. Ja. Du kannst springen und schlagen. Auch gut. Vieles gut, manches nicht so gut, aber die meisten Spiele sind Vorschau. Gut. Ja, es gibt eine Vorschau, die muss halt mal ein bisschen laden, deswegen ist es hochgradig madig, stundenlang da durchzuklicken. Wenn man Quiz and Dragons müssen wir nachher mal machen. Das ist nämlich so ein Quiz. Das gibt es mit Capcom-Fragen. Das finde ich sehr witzig. Habe ich gerade entdeckt. Sage ich jetzt auch nicht, um zu vertuschen, dass ich schon heimlich geübt habe. Ich habe neulich Street Fighter gespielt mit. Street Fighter, wir können. Pass mal auf. Hast du mal Street Fighter 1 gespielt? Alter. Street Fighter 1? Ich meine, jeder kennt ja Street Fighter 2. Weil Street Fighter 2 und Millionen Spiele, die ebenfalls mit Street Fighter 2 im Namen in Verbindung zu bringen sind. Ja. Aber es gibt ja auch Street Fighter 1. Ja, das ist richtig. Das bietet sich an, wenn es Street Fighter 2 gibt. Genau, und es kam 1987 raus. Genau. Und war zwar einer der ersten so richtigen Versus-Prüglern mit relativ vielen Tasten, aber der war auch richtig schlecht. Ja, wir können da mal reingucken. Würde ich sagen, guck mal da mal kurz rein. Ausgezeichnet. Du siehst jetzt auch hier immer im Ladebildschirm, das ist ganz praktisch gehalten eigentlich, die Button-Belegung. Brauche ich nicht. Ich habe gelernt, immer nur einen Button zu drücken, okay, und zu bashen dann. Du hast hier sogar 6 verschiedene Manöver schon. Das erinnert an ein bisschen, ja, Button-Mashing und Button-Smashing.
Ich verwechsel das Mashing, Smashing und Bashing. Ich glaube, ist letztendlich, das ist der Hahn mit den drei Namen, die man bei uns in Westfalen gesagt hat. Kenn ich nicht. Ich auch nicht, hab mir gerade ausgedacht. Das ist ein sehr regionales Sprichwort. Ja. Ja. So, pass mal auf, ich starte jetzt einfach mal rein. Ah, oh, hier, du bist Japaner, was? Ja, ich denke mal, du musst dich jetzt wahrscheinlich. Guck mal, Rio, warum darf ich nicht noch mit roten Haaren. Ja! Das heißt, also es ist hier kein. Jetzt ich bin mal Start, mach mal Start. Stimmt, so war das. So, jetzt kannst du den hier erst reinwerfen. Morphen. Here comes a new challenger. Good luck. 1987 kam das raus. Ich kann mich erinnern, auf der Recker Dorfkirmes, das ist so ein Café in der Nähe von mir, da stand immer so ein Wagen mit Automaten. Und da haben die auf keine Alterskontrolle Wert gelegt. Da bin ich reingeschlichen und habe das gespielt. Okay. Und das Schlimme daran war, der wurde im Original nicht mit normalen Joysticks und mit so einem normalen Spielhallenkabinett ausgeliefert, sondern da gab es so große Gummiknöpfe, auf die man mit der Faust draufschlagen musste. Ja, Logan, kenne ich noch. Und das war eine Scheiße, ich sag's dir. So ein Dreck der Hölle hast du echt selten. Und Fußfeger. Gibt's der Fußfeger! Da ist er! Yay! Yeah. Es gibt aber noch, glaube ich, ganze Special Moves, gibt's gar nicht, ne? Im ersten, wenn ich mich da recht erinnere. Nee, wie gesagt, ich drücke immer nur eine Taste. Na, schauen wir mal. Aber die reicht mir. Ja, gib mir jetzt noch die zweite Runde hier. Neulich gegen Eddie gespielt, der bekanntermaßen den zweiten Platz im Neckermann-Turnier gemacht hat. Neckermann-Turnier? Und da habe ich ihn schön mit Chun-Li, was ja übrigens so viel heißt wie schöner Frühling oder so, habe ich gelernt. Da habe ich ihn schön lang gemacht. Da war er so sauer, da musste er dann gleich noch eine Revanche haben. Man musste so lange spielen, bis er das letzte Spiel gewonnen hat. Oh. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also ich bin ja nie großer Street Fighter-Fan gewesen. Das war immer zu kompliziert. Obwohl damals den zweiten Teil auf dem Super Nintendo fand ich natürlich wahrscheinlich jeder. Ey! Zweite Runde an mich. Ich habe jetzt nämlich auch immer nur einen Knopf gedrückt. Das macht die Sache deutlich leichter, habe ich gerade gemerkt. Och man. Ärgerlich, ne? Jetzt müssen wir nämlich noch eine dritte Runde spielen. Ja. Ist aber schon, ist witzig, ne? Da liegen ja zwei, ich glaube, Street Fighter 2 kam 1989 raus. Da liegen jetzt zwei Jahre dazwischen. Und Welt. Und da hat schon einiges getan. Ja, absolut. Hack! Haha! Hoha! Oh, hoha! Oh, der Fußfeger, der ist so göttlich. Das ist mein Ultimate. Das war so schwer, dieser verdammte Automaten. Es kann natürlich auch sein, dass die Recker Dorfjugend den schon kaputt gemacht hat und es deswegen nicht funktioniert hat. Meinst du? Ja, ich hab da immer so, das stand immer Bierflaschen, da waren so böse Jungs, weißt du, hat man sich nie so richtig reingetraut, so alt. So wie der Autoscooter. Ja, war ich nach 10 Jahre, ja. Oh, jetzt. Du warst 1987 nicht 10 Jahre, doch, stimmt. Ja, da war ich schon 11, ach du heiliger Birnbaum. Guck mal hier, dieser Drehwurm, den Alter, komm. Es wird echt knapp, es wird richtig knapp. Fuß in die Vielleicht sollten wir das zur Challenge erklären, das Spiel. Ich meine, obwohl. Ja, das war die erste Challenge, ich hab gewonnen. Komm, wir gehen mal direkt, schauen wir mal, lass uns doch noch vielleicht schnell noch ein anderes sehen. Ja, bitte. Wenn das war jetzt geprügelt, dann lass uns doch jetzt mal ballern. Ja. Es gibt ja auch wenn es einen Teil 2 gibt von der Classic Collection, gibt es wahrscheinlich auch einen Teil 1. Und da gab es 1941 bis 1942, es gab ja diverse 1942 Spiele und 1943, es gibt auch 1944 und hier ist jetzt 1941 drauf. Das kann man natürlich auch zusammenspielen, das ist halt ein Vertikalshooter. So diese Spiele, die in Japan immer noch total angesagt sind, hierzulande leider nicht. Ich mag die ja ganz gerne. Bist du so ein Shooter-Fan? Ja, also ich mag so zum Beispiel Parodius und so. Ja. Finde ich ganz lustig, wenn es auch ein bisschen mit Humor noch, weil das Spielprinzip ist natürlich dann Humor. Sehr einfach. Ja. Wenn man das ein bisschen fantasievoll macht, finde ich cool. Oder einfach richtig gut. So mit super geilen Extras. Warum bin ich nicht dabei? Du müsstest dich wieder einschalten wahrscheinlich. Ich sag nicht. Doch, zwei Player. Man versucht es nochmal. Geh nochmal zurück. Resume Game. Und jetzt drück mal irgendwas anderes. Ah, da bist du ja schon. Wo bin ich denn? X-Taste ist ballern. Und es gibt diesen Looping. Da bin ich. Wenn du Quadrat drückst, dann machst du so ein Looping und kannst feindlichen Geschossen ausweichen. Looping! Oh. Gibt es irgendwie eine Special Attack? Ja. Ich glaube, wenn du gedrückt hältst, dann lädst du da was auf und machst Sabotti. Guck mal, wie gut ich bin. Muss ich ja sagen. Oh, bin ich unbesiegt. In meinen jungen Jahren habe ich aber nur in ausländischen Spielhallen gezockt, weil da durfte man es ja. Und ich habe mich dann immer gefreut, wenn dann irgendwann Umsetzungen von den Spielen kamen für Heimcomputer. Ja. Und dann war es natürlich so ordentlich schlecht, dass da nicht viel übrig war. Witzigerweise hat mich das damals überhaupt nicht gestört. Ja, aber das ist so, Spielhallen-Flair kommt ja auch nochmal dazu, muss man ehrlich sagen. Ja, also ist schon was anderes, glaube ich, am Automaten zu sitzen, mit so einem ordentlichen Knüppel in der Hand, um loszuzocken. Weil du ja auch dafür Geld bezahlst. Ja. Für alles, was du Geld bezahlst, das ist es dir, ist dir ein bisschen mehr wert. Das kennst du vielleicht aus dem Puff? Ja, aber es gibt ja im Pascha in Köln so ein wunderbares Angebot, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr aktuell, oder? Du warst. Ich glaube, ich habe den Schnitt versaut, deswegen musst du es aus dem Programm nehmen. Aber egal!
Ja. Ich habe das Gefühl, du verlässt mich schon wieder. Ja, ich muss leider gehen. Aber wir zocken gleich weiter, oder? Aber es war mir eine Freude. Ich komm auch gleich gerne wieder. Ich hoffe, du kommst gerne wieder. Ja. Ich werde eine richtige Perle rausholen. Wie nett der sein kann, oder? Ohne Felix, der fährt man so ab. Ja, wo kommt denn dieser ganze Moloch her, dieser ganze Streit? Wer bringt ihn immer hier rein in diese Sendung? Ich dachte erst du. Aber jetzt gerade merke ich, dass wir in perfekter Harmonie hier miteinander werkeln können. Ist doch wirklich wahr. Ja? So, jetzt ist der einzige Problembereich, der sitzt noch links von mir. Mal gucken, ob die genauso freundlich sein können. Weiß ja nicht. Hier liegt zum Beispiel schon so eine Jacke auf meinem Platz. Das ist sehr unhöflich. Alter, was schmeißt du mit den Jacken rum? Ah, das ist meine. Ja, natürlich ist es deine. Hast, ja, danke. Hast du Dennis' Jacke geklaut? Was genau möchtest du jetzt von mir? Nee, es geht einfach nur darum, dass du reinkommst und dann wieder für Unordnung sorgst. Ah. Ja, siehst du, hier werde ich nicht so freundlich empfangen. Naja, da magst du jetzt schon so ein bisschen recht. Überleitungstechnisch war das jetzt nicht so die Höchstleistung, denn wir haben noch ein Thema und da muss ich mir jetzt irgendwas ausdenken, wie wir da hinkommen. Soll ich das nochmal machen? Du siehst heute aus wie ein Rocker und deswegen spielen wir nämlich Motorcycles Harley Davidson Race to the Rally. Ein Spiel, das auf jeden Fall mit in den Top 50 der längsten Spiele drin ist. Ist sogar lizenziert anscheinend, ne? Ja. Das ist einiges lizenziert, ganze Motorräder und komplette Einzelteile, weil man tunt ja gerne heutzutage jedes Rennspiel, das was auf sich hält. Da muss auch getuned werden und das ist auch hier der Fall. Und so sieht das Ganze aus. Ist ein Spielchen, das kostet gute 30 Euro, also kein kompletter Vollpreistitel, aber macht doch relativ viel Spaß und das werden wir gleich mal sehen. Bist du gespannt? Wie so ein Flitzebogen. Ja, aber richtig, Alter. So, steigen wir ein. So sieht das aus und wir haben natürlich die USA als Areal der Begierde. Dort findet das Ganze statt und wir haben verschiedene Arten von Rennen. Und ich würde sagen, wir schlagen einfach mal so mit dem allerersten Ding ein. Das ist nämlich relativ einfach. Da muss man sich nicht so groß konzentrieren. Das ist schon eine schwere Sache. Man fährt da echt mit Highspeed. So, ich habe schon ein paar Motorräder freigeschaltet hier, wie ihr seht. Und da kommt natürlich die Lizenz zum Ziehen. Hier eine, wie nennt sie sich, 2006 FXSTB. Kennen wir alle. Ich leider nicht. Und man macht ja auch nichts. Also ich meine, man kann ja nicht in jedem Scheiß-Experte sein. Geht halt. Aber nicht. Ich weiß, dass, glaube ich, Motorräder schon derbe cool sind. Ich würde persönlich eigentlich auch gerne Motorrad fahren. Nur ist meine Einstellung dazu, dass ich mir diesen Spaß vielleicht doch verwehre, aber dafür ein bisschen länger lebe, denn ich halte das für sehr gefährlich. Ja, ich habe letztens, geht es nicht ganz auf die Unfallsache drauf hinaus, aber ich habe letztens auf einem sehr seriösen Nachrichtenblatt auf der Webseite gelesen, dass der Rocker, der typische Rocker, den kennst du ja, der typische Rocker ist 50 Jahre alt, so im Schnitt, hat so eine Sonnenbrille, ist dick, hat so eine ordentliche Bikerjacke an. Die sind gar nicht mehr so cool. Damals war... Damals waren die Rocker eigentlich schon die coolsten Säue. Der Säue. Und hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ein bisschen gewandelt. Ne? Und so eine Harley Davidson ist ja schon eine Philosophie an sich. Also das muss man leben, Harley Davidson. Ich glaube, wenn ich irgendwie ein Motorrad hätte, dann würde ich auch richtig gerne mit heizen wollen. Eine Harley. Also richtig alles rausholen. Harley ist natürlich schon wieder ein Ding für sich. Ich glaube, die Dinger sind aber gar nicht so teuer. Das kann man vielleicht nicht mal schlau machen. Aber es sind keine Übersachen, so wie jetzt irgendwie ein Maybach oder so. Also aber Harley. Harley. Harley Davidson. So, steigen wir mal ein. Wir nehmen jetzt die hier, die ihr seht da oben, haben wir nämlich die verschiedenen Statistiken, die natürlich wichtig sind, wie Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Gewicht, Fahrverhalten. Kannst du tunen? Ja, ich kann tunen. Ach, cool. Warst aber schon da vor 2 Minuten. Ich war da, ich war gerade noch kurz weg, ne? Aber okay, alles klar. Wir können auch in die Vollansicht schalten hier, dann sieht das so aus, aber das bringt uns nicht allzu viel, weil wir können hier nichts drehen oder zoomen. Gehen wir wieder. Ah ja, okay, wir können auch ein paar Daten dazu schalten, aber okay. Oh. So ausführlich sind die nicht. 192 km/h fährt zum Teil. Das ist ja für ein Motorrad jetzt. Für mich ist das 97. Für dich ist das 97? Ja. Du hast 92 gesagt. Ah, okay, sorry. Okay, ich gehe mal zurück hier. Zack, F2. Wähl die aus. Und hier sehen wir, können wir tunen. Da schauen wir vielleicht später nochmal rein. Ich will jetzt endlich mal fahren. Und zwar brauche ich da natürlich eine persönliche. Ja, cool, Doug. Das ist super. Scroll doch mal durch. Ich habe hier noch Rajna, Tyler. Und Arlo. Arlo habe ich vorhin gerade freigeschaltet. Gegen den habe ich ein Rennen gewonnen. Aber ich bin eigentlich, eher der gemütliche überzeugter Duck-Fan. Und ich finde, der trifft es einfach am besten. So, Duck ist Charakter meiner Wahl. Big Sir. So, das geht gleich los. Und ich drücke natürlich erstmal die, ich habe probiert, ein Gamepad anzuschließen, was ja bei Rennspielen noch immer sehr, sehr sinnvoll ist. Aber es funktioniert nicht. Also, sehr seltsam, sehr schade. Ich steuere jetzt hier mit den Pfeiltasten. Ich kann auf Space drücken, dann passiert das. Boost. Ah, schön. Und wenn ich... Ah, pass auf. C drück. Du fahre ich mein Bein aus. Und hab die jetzt da...
Ja, einfach von der Straße mal gekickt. So macht man das als Harley-Fahrer. Hier dreht sich nämlich alles um Reputation. Wo hast du gesehen, da vorne war ein Crash. Die sind ziemlich spektakulär. Boah, da ist er schon wieder nicht mehr. Achtung, mit C kicken. Richtig. So, neben C ist X und da mache ich hier vorne so ein... Das nennt sich... Boah, da lässt sich aber ganz schwer lenken dann. Ja, also mit X machen wir den... Das wissen wir jetzt. Wie heißt der nochmal? Sehen wir gleich, wenn ich den tatsächlich mal schaffe. So, jetzt setze ich wieder auf und steht's da. Den One-Wheel-Drive. Ah, das war zu schnell. Ja, irgendwie so eine Art heißt das wirklich. Wheelie, genau, ein Wheelie heißt das. Ein Wheelie. Wheelie. Und, ja, die bringen auch Punkte, beziehungsweise nicht Punkte, sondern hier links unten siehst du diesen... Ändert sich da auch das Fahrverhalten ein bisschen, wenn du einen Wheelie machst? Ja, schon, ja, oder? Deswegen bin ich da gerade reingecrashed total. Ah, da so. Kannst du echt nicht mehr. Aha, das habe ich verstanden. So, warte, ich kann auch so sliden, aber das ist nicht so das Sliden, was man normalerweise kennt. Das ist nur ein bisschen besseres Kurvenverhalten. Okay, links unten leuchtet und blinkt rot mein Auspuff. Das bedeutet, ich habe das hier voll. Meine super Turbo-Speed-Energie. Und die sollte man eigentlich... Verdammt. Die sollte man eigentlich so häufig drücken wie möglich. Denn darum geht es ja. So, möglichst schnell zu fahren. Und je riskanter man zum Beispiel hier an diesen Autos vorbeifährt... Hast du gesehen, oben die Meldung? Ja, ich habe es gesehen. Ihr kommt ein bisschen vom Burnout. Also bei Burnout von den Consoleros ist es ja auch so, je spektakulärer Fahrmanöver du ausführst, umso schneller lädt sich dann dein Boost auch wieder auf. Genau. So ist das hier. Auch so beim wenn du einen Gegner wegkickst, kriegst du dann auch Boost dazu? Ach, das war keine Rampe. Alles wird in Boost umgerechnet hier in diesem Spiel. Ah, sehr cool. Das ist die ultimative Biker-Währung. Und da habe ich jetzt allzu viel nicht mehr von. So. Alles schon wieder vorbei. Ja, ich hab's geahnt, denn diese Strecken sind ziemlich lang. Ja. Und ich glaube, wir werden kein einziges Take schaffen, indem wir. Also, ich fahre da immer so eine Viertelstunde an einer Runde. Aber müssen wir ja nicht. Denn Hauptsache, wir zeigen viele verschiedene. Genau. Was? Verschiedene Werbestrecken? Strecken, meint er. Ja. Ach so, ich hab die. Sorry. Nö. Ist ja nicht schlimm. Ich bin ja der Werbeansager in Ausbildung. Ja. Und ich hätte es eigentlich hören müssen. Ja. Ja. Also. Aber ich hab's gerade echt nicht kapiert. Ist ja nicht schon, du lernst ja. Du bist ja noch im ersten Lehrjahr. Ja. Und wahrscheinlich im zweiten Lehrjahr wirst du wahrscheinlich zum ersten Mal... Kennt ihr Marvin den Marsmenschen? Nee. Jetzt nein? Nee. Echt nicht? Liebe Leute, belehrt den guten Nils doch mal in seinem Hostbereich oder unter nils@giga.de. Das Ding hört sich an wie eine Kuhglocke. Kennst du Schlupf vom grünen Stern? Schlupf? Ja, kenn ich. Warte. Ich google mal. Das kenn ich wirklich. Was war das nochmal? Colin kennt's anscheinend auch. Schlupp. Vom? Grünen Stern. Der Augsburger Puppenkiste war das. Stern. Ja, ein Original. Stimmt. Ja, da ist sogar die Frage von Wiesel. Kennt jemand noch Schlupp vom Grünen Stern? Ja, Puffsburger Augenkiste. So. Cool, oder? Hatte ich Hörspiele von. Ja. So. Und die waren nämlich ohne jegliche Werbeunterbrechung. Aber das ist heute anders. Genau, wie ihr jetzt seht.
Kritik abgefangen hat. Ja, wir haben weiter gesucht nach coolen Szenen, die wir euch zeigen können bei Genesis Rising. Das Problem ist, wie vorhin schon gesagt, die Speicherfunktion ist ein bisschen mangelhaft. Ich habe gesucht und gesucht, hier steht einfach nichts darüber. Und wenn ich auf Escape drücke, wie man es eventuell als mittelmäßig erfahrener PC-Spieler erwarten könnte, sollte da doch, wie hier, ein Menü aufpoppen, wo denn steht Speichern. Aber wie ihr gerade seht, fortsetzen, dann nur fortsetzen oder aufgeben. Friss oder stirb. Das ist für mich keine Alternative. Deswegen zeigen wir euch jetzt kurz nochmal, wie das aussieht. Und dann haben wir einen Trailer für euch, der die ganzen Sachen nochmal zusammengeballt zeigt. Das ist, finde ich, doch sinnvoller. Was mir hier gerade auffällt, sehr schön die Umgebung. Hier haben wir so ein fettes, ekliges Ding. Haufen Biomaterie. Und da hinten, boah, ist auch noch was. So, jetzt hängen wir hier fest, oder wie? So, warte, dann muss ich mal rum. So viel nochmal zu dem Scrollen. Das geht ja nicht so schnell. Dafür können wir mit Doppelklick uns von Asteroid zu Asteroid hangeln. Wow. So funktioniert das. Hier haben wir so ein paar Produktionsstätten und das Ganze ist ja dummerweise nicht 3D. Es wurde schon häufig angeteased als vergleichbar mit Homeworld. Aber das Ganze ist zwar eine 3D-Grafik. Spielt sich aber alles nur auf einer zweidimensionalen Ebene ab. Und von daher ist das Spiel vielleicht so doch noch aus der letzten Dekade in dem Star Punkt. Star Trek Armada-like? Genau. Okay. So, hier ist gerade meine Flotte und ich muss natürlich noch mal was sagen zu den ganzen Genen, die wir haben. Ich habe leider jetzt noch nicht so viele. Und das Lustige ist, ich nehme die jetzt mal alle raus. So, die können wir nämlich hier unten hin tun. Dann bauen die sich alle weg. So, seht ihr da vorne, diese Kanone wird immer kleiner. Nee, gar nicht. Welche wird? Ist schon alles weg oder was? Das geht mir viel zu schnell hier. Und gehen wir nochmal in den Bildschirm. Wir können ja alle Schiffe auswählen. Ich habe zum Beispiel hier mein Labor, das muss nicht viel kämpfen. Das hat nur so eine unterstützende Fähigkeit bekommen, nämlich das Reinigen, das hebt so diese negativen Statuseffekte auf, die es hier manchmal gibt. Dann haben wir hier den Ernter. Das nennt sich Depot, dummer Name. Aber ich habe dem Ganzen zwei Geschwindigkeitsgene gegeben. Die kann ich auch rausbauen. Dann bauen die sich auch weg. Die kann ich auch wegnehmen. Ich kann ja alle Gene, die sind reversibel. Also ich kann sie rein und raus. Ja, das sind die Gene von morgen. Die kann man rein und raus. Die bauen sich auch selber weg. Das ist überhaupt kein Ding. So. Sieht so ziemlich eklig aus. Dann habe ich hier zwei Kampfschiffe. Die nennen sich Trupps. Habe ich auch schon einen kreativeren Namen erlebt. Ja, die sind auch schon ein bisschen aufgemobbt. Hier mit zwei Kugelhagelwaffen. Das ist für kurze Reichweite und eine Fernkampfwaffe. Aber da gerade keine Gegner sind und ich leider keinen Speicherstand anlegen darf, bei dem ich vielleicht doch Gegner habe, kann ich euch das nicht zeigen, aber vielleicht dieser Trailer, den der Maxi für euch parat hat. Starten wir gleich mal. Werfen wir mal einen Blick drauf. Natürlich der... Hättest du jetzt vorspulen können, ne? Hätte ich jetzt vorspulen können. Aber ich wollte der Regie genug Zeit geben. Für was? Komm, jetzt denk dir was aus. Umzuschalten. Siehst du? Ja. Ich bin halt ein sozialer Typ. Ich denke auch an die Leute hinter der Kamera. Ab und zu, hin und wieder. Navigator, set course for the station. On a crusade fated to crack the heavens and unite the universe. Also, das muss man schon sagen. Also, es ist eine richtig coole Idee mit dieser Gengeschichte und dem Blut der wichtigsten Materie des Universums. Dann mit dem zweiten Messias, also Jesus Reloaded. Und dann mit diesen Kirchen, fliegende Kirchen, raumschiffartig. Das ist schon relativ abgefahren. Nur irgendwo auch auf dem Weg zum finalen Spiel, ja, ist da irgendwie dieses Spirit verloren gegangen. Ja, das ist halt immer so schade. Es gab schon viele Spiele, die mir gerade nicht einfallen, die zwar eine coole Idee haben, aber dann letztendlich immer schlecht umgesetzt worden sind. Und das ist halt auch wieder eins von denen. Ich meine, das wäre halt echt cool, in diesem Universum zu spielen. Und das kann ich mir auch nur als spaßig vorstellen, so mit Kirchen und Religion hier zum Beispiel, ne? Blut. Aber dazu braucht man halt ein gutes Spiel, damit das cool rüberkommt. Und ein gutes Spiel braucht erst nicht nur eine Speicherfunktion, sondern auch eine ausgeklügelte Spielmechanik. Und die hätte es auch mit den Genen und so weiter. Aber so wie es aussieht, scheint es nicht so der Burner zu sein. Vor zwei Tagen ist es erschienen. Also für jeden jetzt kaufbar in dem Laden des Vertrauens. So, was übrigens auch ein Problem ist. Jetzt in diesem Punkt gerade der Mission, ich habe häufig, eigentlich in jeder Mission,
weiß ich nicht, was ich machen soll. Okay. Es gibt jetzt vor unten Ziele und da steht aber genau das gleiche, was in der letzten Mission da unten auch schon stand. Da steht eigentlich nur ein Tipp, ey, du kannst übrigens deine Schiffe heilen, indem du Blut transferierst von dort nach dort. Das habe ich schon gemacht und ich brauche auch gar kein Schiff heilen und ich weiß nicht, was es da soll. Das ist absolut nicht mein Ziel. Mein Ziel ist doch garantiert irgendwie, wie ich diese Mission jetzt zu Ende kriege. Und deswegen hänge ich da jetzt gerade so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ich habe gerade eine Idee. Vielleicht muss ich hier jetzt Ressourcen sammeln, indem ich diese Schiffe hier aussauge. Eine himmlische Eingabe. Das sieht so aus. Kann das sein? So, er hat seinen Rüssel ausgefahren, mein Ernter. Saugt die aus und ihr seht das, es nimmt langsam ab und bringt sie gleich, wenn er voll ist. Wie, seht ihr, wie so eine Zecke lädt sich das da hinten auf. Das gefällt mir. Und jetzt müsste er zurückdüsen zum Mutterschiff. Man kann übrigens auch dann noch ein anderes Schiff bauen, dass das Mutterschiff von seiner Funktion des Ressourcenspeicherns ablöst, denn es ist gleichzeitig auch ein sehr, sehr starkes Kampfschiff, was man ja sieht anhand der Slots. Hier, 5 Slots, das ist momentan sehr, sehr viel, ansonsten haben wir maximum 3. Ja. Und die sind schon krass und ich baue mal wieder die Sachen hier rein. Du schiebst die wieder rein, die Gene. So, und jetzt seht ihr, jetzt bin ich mal rechtzeitig, wie da diese Kanone rauskommt. Ja, ist schon wieder vorbei, das geht wirklich schnell, aber in Echtzeit, das ist schon eine lustige Idee. So, nur leider fehlt die Action gerade. Aber er saugt fleißig, sodass wir auch neue Sachen bauen können. Die übrigens hier gebaut in diesem Schiff. Momentan nicht allzu viel. Und zu den Namen haben wir auch schon was verloren. Die waren auch nicht sonderlich kreativ. Erwarten Befehle. Ja, dann warte ich mal, bis ich hier war der Ernte. Vielleicht passiert noch was. Beim nächsten Take haben wir noch ein bisschen Action. Und zwar zeigen wir unter anderem einen großartigen Crisis-Trailer. Ja. Einen Jericho-Trailer, der auch richtig sehr derbe, mega krass ist. Der kommt quasi aus der Hölle. Der ist richtig warm. Ja. Und bestimmt noch was anderes, was mir gar nicht einfällt. Overlord zeigen wir noch. Wenn wir es zeitlich schaffen. Sehr tolles Spiel, das wir auch schon vor ein paar Tagen gezeigt haben. Aber neuer Trailer ist draußen. Und den zeigen wir. So ein Unterschied zu 4? Bei Splinter Cell würde ich doch mal hoffen, dass wir den sehen können. Wir werden noch mal kurz in das Spiel einsteigen, denn wir sind hier mittendrin schon, guter Nils. Und zwar haben wir gerade unser Poster weggeräumt, das hat uns nicht mehr gefallen, haben festgestellt, dahinter verbirgt sich ein Riesenloch. Kein Problem, Sam Fisher klettert gleich durch, hat ja seine 3 Leuchtaugen nicht mehr, mit denen er nachts sehen kann. Dafür ist aber ein dickes Rohr und das darf er auch gerne mal anfassen. Alter. Ja, verstanden, er hat ein dickes Ohr und das darf er gerne mal anfassen. Ich dachte schon, was? Ja, er hat ein dickes Ohr, als er sich gehauen hat mit einem der Wärter. Ja, ich bin noch nicht so geprimed, weißt du? Dass wenn du was sagst, dann weiß man eigentlich, es geht meistens in eine bestimmte Richtung. Könnte zumindest passieren. Könnte passieren. Muss aber nicht und deswegen hat es mich gerade wieder überrascht. Hast du mich wieder eiskalt erwischt? Oh, da ist aber richtig was los im Knast. Wir sollen jetzt einem Typen helfen beim Gefängnisausbruch und das müssen wir machen, um in der Gunst eben dieser Fraktion zu steigen. Laufen mal hier hinter. Wo du eben von Flucht auf, von Alcatraz, von dem Film geredet hast. Ich muss jetzt die ganze Zeit dran denken, an diese schreckliche Szene, wo diesem Maler die Pinsel und die Leinwand geklaut wird von dem bösen, sadistischen Direktor und er sich ja mit dem Hackeball die Finger abtrennt, weil er so frustriert ist. Kann ich verstehen. Schrecklich. Also, ich meine, wenn man nicht mehr malen kann, dann geht für viele Leute ein kleines Stückchen Welt unter. Ja. So. Wir klettern hier durch die Lüftungsschächte und müssen jetzt eben schauen, dass wir eben den Gefängnistrakt für Chaos sorgen, und zwar Gefängnistrakt A öffnen. Und dann ist für genügend Chaos gesorgt, dass wir mit dem anderen Typen abhauen können. Also klare Rollenverteilung. Ja, selbstverständlich. Wir sind der Arsch, der die ganze Arbeit machen muss. Erinnert mich ein bisschen an Riddick, gerade das Chaos-Prinzip. Ja. So, hier jetzt gleich nur mal so ganz am Rande irgendwie gesagt. Eine Luke öffnen, runterhangeln und dann sieht man hier gleich, da ist so ein Fuzzi. Da sollten Gefangene sicherlich nicht hinkommen normalerweise. Aber auch hier werden wir von einem leichten Gezitter und Geruckel nicht verschont. Nee. Schaffen wir es zu schaffen? Das ist nämlich immer ein Tenshu, ein seliger alte Tenshu-Zeichen. So, wir haben ihn, jetzt können wir ihn noch befragen. Alles kontextsensitiv mit der X-Taste. Wie kommen Sie denn hier rein? Weißt du oder nicht? Moment, ich kenn komische Sie Mundbewegung. Gut. Dann weißt du ja auch, was dir bevorsteht, wenn du nicht redest. Aber die Gesichter sehen eigentlich noch ganz gut aus. Das muss man sagen. Also vor allem natürlich Sam Fisher. 1-4-0-3. Und ein Ziel in dieser Mission ist es, dass man eben keine Wachen tötet. Keine unschuldigen Wachen, aber ich kann die K.O. knocken. Das ist jetzt nicht der Todesgriff. Wenn man keine Ahnung hat, genau was zu tun ist, kann man auch einfach mal kurz auf die Einsatzziele gucken. Da sieht man nämlich oben rechts auch diese beiden Balken. JBA und NSA, das sind die beiden Fraktionen. Und solange die Balken so ein bisschen gefüllt sind, ist es gut. Aber zum Beispiel, wenn wir bei der JBA in der Mission sind und der sinkt ganz nach unten, dann haben wir alle Sympathien verspielt und werden erledigt.
Kann das dann auch während des Gefängnisaufenthalts natürlich, Probleme das kann passieren, das kann Probleme bereiten, okay, dass ich eine Aktion mache, die dann zum Beispiel den Sympathisanten Bonus drückt, nach unten oder nach oben hebt.